Wir gehen heute im Copshop shoppen, kaufen uns dort einen Mother Android. Vielleicht aus Gleichheit haben wir noch ein bisschen Pleasure. Und am Ende des Ganzen schauen wir mal, ob Diana Spencer nicht der letzte Schrei für uns alle ist. Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Tele-Stammtisches. Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallöchen in die Runde noch einmal. Der Tele-Stammtisch meldet sich zurück mit seinem neuen Format. Und Gott sei Dank bin ich nicht alleine hier, sondern ich habe heute illustre Gäste. Ich habe den Johnny, ich habe den Stu und ich habe die Therese dabei. Hallo in die Runde. Hallo. Guten Tag. Hey. Kurze Frage, die angebotene Ware von dir, ist das auch Bio? Ja, selbstverständlich. Oh, wobei Uli Hoeneß ja sagt, Bio ist der letzte Dreck und das ist die letzte Lüge, aber... Grüße nochmal zum Geburtstag, Herr Hoeneß, 70 Jahre vor kurzem geworden. Wir haben hier nur Bio-Produkte. Du weißt aber auch, Bio hat manchmal ein kurzes Verfallsdatum. Ja, das stimmt. Mag für den einen oder anderen Film, den wir heute besprechen, vielleicht auch gelten. Wer weiß. Der ist 70 geworden. Der sieht ist 70 geworden. Der sieht aus wie Rainer Langhans während seiner Krebserkrankung. Egal, ja, viele glauben auch, dass er schon seit 10 Jahren 70 geworden ist. Das ist ja auch manchmal so. 70 Jahre unser Part, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Also bitte, unmöglich, unglaublich, was hier passiert. Wir haben ein paar Neustarts für euch geschaut und verweisen aber nochmal auf unsere neue Homepage, nämlich tele-stammtisch.de, wo ihr in Zukunft auch unsere Shownotes finden werdet, wo ihr weiterführende Videos sehen werdet und so weiter und so fort. Schaut da einfach mal vorbei, um auch uns ein bisschen kennenzulernen. Ansonsten findet ihr unsere Podcast-Beiträge, wie immer, ab Mittwoch in euren Podcast-App des Vertrauens. Ja, wir haben ein bisschen die Streamer und das Kino begleitet und haben uns da die neuesten Filme und teilweise auch Serien angeschaut. Den allerersten Film, den hat bisher, glaube ich, haben der Stu und der Johnny gesehen. Das ist der neue Film von Joe Carnahan, nämlich Cop Shop. Stu, du hattest ihn, glaube ich, auch noch gesehen. Kannst du kurz uns was darüber erzählen, wie du ihn gefunden hast? Ich habe ihn nicht gesehen. Es tut mir leid. Das hast du dich falsch informiert, ach, mein Lieber. Du hast bei Mother Android hast du es gesehen. Richtig. Entschuldige. Dann hat ihn tatsächlich bisher nur exklusiv der Johnny gesehen. Man muss dazu wissen, das ist der neueste Netflix-Film, der am 14. Januar, also am kommenden Freitag, bei Netflix erscheint. In den Staaten hat er ja sogar einen Kino-Release bekommen. Und von den Darstellern her, Frank Grillo ist dabei und natürlich auch Gerard Butler, der so ein bisschen in seiner Schublade ist, nämlich er macht Gerard Butler Filme. Wie ist denn das bei Cop Shop, Johnny? Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Ja, er macht auch wieder das, was man halt von ihm kennt. Nicht mehr und auch nicht weniger. Es geht quasi einzig und allein um Teddy Murrett, um mal eine Inhaltsangabe zu geben. Das wird von Frank Grillo gesprochen, der ist ein Trickbetrüger und kommt in einen Knast. So in einer Polizeistation. Und irgendwann kommt da auch Bob Widdig, gespielt von Gerard Butler, da hinein. Nur einer von den beiden ist einer, der gesucht wird von einem anderen Serienmörder. Und der stürmt jetzt das Polizeirevier und versucht, einen von diesen beiden umzubringen. Und darunter ist eine Polizistin, die versucht, sich gegen diesen Serienkiller zu stemmen. Das ist quasi einfach die Inhaltsangabe. Das klingt so ein bisschen wie Assault on Precinct 13. Gehe ich da mit der Annahme? Ja, es geht definitiv in die Richtung. Man spürt auch teilweise die Anleihen, ja. Aber er hat ein bisschen mehr Selbstironie. Und er ist ein bisschen mehr, bisschen lockerer, flockiger als ein Assault on Precinct 13. Ja, die HörerInnen, die unseren Tele-Stammtisch regelmäßig hören, wissen ja, was für eine unheimliche Liebe ich zu Netflix-Filmen habe. Nämlich eine sehr geringe. Aber ich bin aufgrund der Tatsache, dass Dan Murrell, ein von mir sehr geschätzter YouTuber und früher bei den Screen Junkies unterwegs, dass der den so in seiner Honorable Mentions Liste hatte für das Jahr 2021 noch. Und deswegen werde ich, glaube ich, Freitag auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Wenn man jetzt nicht Assault on Precinct 13 kennt, Johnny, für wen ist denn was der Film? Ist das eher was für die Gerard Butler Fans oder ist es was für die Frank Grillo Fans? Ist es was für die Joe Carnahan Fans? Den kennen vielleicht unsere ZuhörerInnen von Smoking Aces oder auch von zuletzt bei Amazon gesehen von Boss Level.
Nimm uns mal mit, für wen ist das was? Ja, eher was für Joe Carnahan-Fans, auch ein paar, auch Fans von Frank Grillo und auch die Fans von Jared Butler dürfen zufrieden sein. Es ist ein relativ, ja, blutig kann man jetzt nicht sagen, leicht gehaltener, gleichgehaltenes Action-Spektakel mit einem bisschen Humor. Also wer sowas möchte, so eine lockere, leichte Unterhaltung, der wird hier mit Spaß haben. Also es gibt jetzt nicht irgendwie für jemanden, der das, für den das wirklich gedacht ist, wer einfach mit Freunden ein Bierchen zwischen will an einem Filmabend, der wird damit Spaß haben. Ist locker, der ist leicht, der geht einmal so schnell durch und der macht Spaß und mehr soll da auch nicht sein. Und will da auch nicht sein. Klingt ein bisschen wie ein Tic-Tac-Film, nur 2 Kalorien. Bei gerade 2 Stunden. Ja. Ja, das sollte man mal Fiona Erdmann sagen, das ist ein perfekter Film für sie, aber ja, genau so quasi, ja. Ja, sehr schön. Also ich freue mich ein bisschen auf den Film. Ich habe Bock, am Freitag den zu schauen. Der ist auch definitiv einer der besseren Netflix-Filme, die ich bisher im Laufe dieses Jahres gesehen habe. Und ich habe ein paar schon gesehen oder auch ein paar aus Ende des letzten Jahres. Und der ist qualitativ doch schon ein bisschen besser als manche anderen. Der sticht da doch heraus. Ich fürchte, das wird für Netflix auch kein schönes oder keine schöne Tatsache sein, dass es immer die Filme sind, die dann irgendwie noch so nicht zwangseingekauft werden, sondern die dann für einen gewissen Markt nur gekauft werden. Denn wie gesagt, in den Staaten hatte der Film sogar einen Kinorelease und hier kommt er bei Netflix raus. Und da sollte man dann als geneigter Netflix-User vielleicht auch mal denken, Mensch, da riskiere ich einen Blick. Theresia, haben wir dich auch ein bisschen gehuckt? Hast du auch Bock auf den Film? Ja, schon. Also definitiv. Also ich hätte den auch gern vorab gesehen, als der bei uns in der Verteilerliste stand, aber leider hat es irgendwie nicht geklappt. Aber der landet bestimmt auch auf meiner Watchliste. Das ist ja schön. Da haben wir doch schon mal mit zumindest 2 oder 3 Leuten einen Gefallen getan und die Watchliste etwas erweitert. Ja, als ob sie nicht lang genug wäre. Genau so ist es. Bei mir The List of Shame, wie ich sie auch gerne nenne. Ja, welcher Film, so wenn ich so das IMDb-Scoring von 4,8 anschaue, vielleicht nicht unbedingt auf meiner Watchlist landen wird, ist der Film Mother Android, der ebenfalls vor kurzem bei Netflix erschienen ist. Und den haben der Johnny und der Patrick für uns geschaut. Und wie ihre Meinung ausschaut, das erfahrt ihr in einem kurzen Einspieler, den ich jetzt einmal für euch präsentieren werde. Viel Spaß dabei. Am 7. Januar 2022 startete ein neuer Science-Fiction-Thriller mit Chloe Grace Moritz auf Netflix, und zwar Mother Android. Ich und Patrick haben ihn gesehen und erzählen euch jetzt einfach mal, wie dieser Film denn geworden ist. Okay, es geht da um eine werdende Mutter, die gerade Zeuge wird, wie alle Androiden auf der Erde anscheinend zeitgleich durchdrehen, und sie muss mit ihrem Freund jetzt flüchten und in dieser Dystopie überleben und dann eben auch irgendwann das Kind zur Welt bringen. Viel mehr Handlung gibt's in dem Film nicht. Ja, wenig, genau. Also es, wenn man sich das jetzt ein bisschen anhört, hört es sich an, als wäre es eine Mischung aus iRobot trifft A Quiet Place. Manchmal tatsächlich schon. Also er hat einen gewissen Teil davon. Wie fandest du den Film denn jetzt aber eigentlich so insgesamt? Wenn man den jetzt mit diesen ganzen Dystopien vergleicht oder auch mit den Filmen, wo Androiden einen Aufstand machen, dann hat man wirklich einiges Besseres gesehen. Aber es ist ein grundsolider Film. Ich fand den jetzt nicht überragend, aber man kann den einmal schauen, würde ich sagen. Also gab es denn besondere Sachen bei dir, die du so gut fandest? Weil ich hatte wenig, was ich an dem Film wirklich grundsolide fand. Es gab gewisse Szenen, da ist die Stimmung relativ schnell umgeschlagen. Also da gab es bedrohliche Situationen. Das fand ich ganz nett geregelt. Aber ansonsten fand ich, war die Bedrohung nicht wirklich greifbar. Also die Androiden, hat man gemerkt, irgendwo hat es am Budget gefehlt, weil man davon jetzt auch nicht allzu viel sieht. Ja, stellenweise ist es doch schon einigermaßen brutal, jedenfalls das Make-up der Androiden, was erstaunlich blutrünstig geworden ist. Aber ja, bis auf eine kleine Sequenz, wo sich unsere Protagonistin in einen Unterschlupf schleichen muss, bleibt sehr viel Spannung aus. Und seien wir auch ehrlich, die ersten 40 Minuten ist, oder 45 Minuten bis 50 Minuten, ist ein reines Beziehungsdrama, in dem nicht viel passiert. Genau genommen gar nichts.
Und dann, ja, wechselt der Film dann langsam auch mal seine Thematik, beziehungsweise nicht seine Thematik, sondern seine Atmosphäre wechselt der Film dann und wird auch ein bisschen spannender, um aber am Ende wieder, wie ich finde, an Spannung einzubüßen mit seinem viel zu langen, ausgedehnten und abgearbeiteten Finale. Ja, das ist nicht nur das einzige Problem, sondern ich finde auch Chloe Grace Moretz hat seit Kick-Ass jetzt keine wirklich gute Rolle mehr gehabt. Also ihr nimmt man diese Mutterrolle, die sie da hat, auch nicht zu 100% ab. Nee, man nimmt ihr das nicht ab, aber sie ist auch nicht wirklich eine so gute Schauspielerin, dass man ihr diese Rolle abnimmt oder generell eine Rolle. Also in letzter Zeit hatte sie immer wieder Probleme damit, ihre Rollen richtig zu verkörpern. In Tom and Jerry war sie furchtbar, in Shadow in the Clouds war sie nicht so gut und auch hier schafft sie es nicht, die Zerbrochenheit oder die Schwere der Situation als Mutter greifbar zu machen. Ja, aber auch die anderen Darsteller, die sind jetzt auch nicht so überragend, dass die diese bedrohliche Situation, die dieser Film verkörpern soll oder ausstrahlen soll, irgendwie glaubhaft rüberbringt. Diese Androiden, die wir sehen, die sind mal zu 50% in einem Butler-Modus und dann merkst du irgendwann, oh, ach, das sind Androiden, weil sie dann einen kurzen Fehlercode haben. Und ähnlich ist es halt eben auch wirklich in dem ganzen Film. Man hat das jetzt zum Beispiel bei Children of Man besser gesehen oder bei I Am Mother. Das ist entweder die bessere Dystopie oder auch der bessere Androiden-Film. Ja, aber auch I Am Mother war eher Medium. Also der Film hält sich ja auch, also bei I Am Mother ist ja das Besondere, dass er sich ja in einem einzigen Location aufhält bis zu einem gewissen Punkt. Und da die Spannung auch deutlich aufrechter bleibt als hier. Eben, ich fand den atmosphärischer und ich bin eigentlich relativ empfänglich für solche Aufstand der Androiden-Filme. Da wollte der Funke leider nicht so ganz überspringen. Nee, gab es aber dennoch einzelne Momente, wo du sagst, okay, die waren wirklich cool. Also bis auf jetzt einzelne Momente, wo sich Spannung vielleicht auch umgeschlagen hat. Aber gab es so Momente, wo du einen guten Film hast durchblitzen sehen? Ich habe viel Potenzial durchblitzen sehen, aber das, was man durchblitzen sehen hat, das war dann meistens wie eine schlechtere Kopie. Also das hat man auch schon öfter besser gesehen. Ja, da gehe ich definitiv mit einher. Wollen wir denn jetzt auch schon zum Fazit kommen? Also ja, wir haben klar. Ja nicht so viel drüber geredet, aber der Film bietet ja auch nicht so viel, worüber man groß reden kann. Willst du zuerst? Also wie ich schon gesagt habe, es gibt wirklich Dutzende Vertreter, die machen das besser. Also sei es die Dystopie oder sei es der Aufstand der Maschinen. Man kann sich den anschauen. Wenn man Chloe Grace Moretz mag oder wirklich alles mit Dystopie oder Androiden gesehen haben muss. Ansonsten sag ich, guckt einen der von uns genannten Filme, da habt ihr wahrscheinlich eine bessere Zeit mit. Also von mir sind es 2 von 5 Drohnen und da bin ich dann gerade magnetisch. Bei mir gibt es genau dasselbe, aber selbst ich finde, dass man den Film auf keinen Fall gucken sollte oder muss. Weil es gibt erstens viel bessere Filme in dem Bereich, zweitens ist es eine Zeitverschwendung und wieder ein Film, der in der immer gleichen Netflix-Soße untergeht, über den in einer Woche auch schon keiner mehr redet, weswegen es auch eigentlich eine gute Idee war, den Film Anfang Januar irgendwo auf Netflix rauszuhauen, während der Hype zu einem Don't Look Up oder einer The Lost Daughter immer noch aufrechterhalten wird. Und dann geht der Film halt unter und ja, guckt ihn euch nicht an, guckt einfach andere Netflix-Produktionen, egal ob dystopisch oder nicht. Es ist definitiv besser aufgehoben, die Zeit. Ja, und von mir gibt's auch 2 Drohnen von 5. Gut, dann war das unsere Kritik zu Mother Android. Wir danken fürs Zuhören und bis dahin, tschüss und haut rein. Ciao. Ja, vielen Dank an Patrick und an Johnny, die sich diesen Film, man muss es ja wirklich sagen, angetan haben. Von uns also eine milde Empfehlung, diesen Film sich bei Netflix anzuschauen. Ich habe ihn ja mir sogar noch ein zweites gestartet. Mal angetan. Ach du meine Güte, hat er denn gewonnen beim Rewatch? Nee, gar nicht. Also er wurde noch schlechter. Also er ging einem, um das gelinde zu sagen, noch mehr auf den Sack, auch im späteren Drittel. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, im Sack hat Amazon zum Beispiel noch in diesem Monat, und zwar auch am 14. Januar, einen Film, den wir fast ein bisschen vergessen haben, nämlich Hotel Transylvania 4, eine Monsterverwandlung. Der startet ebenfalls am 14. Januar. Spannenderweise sollte der eigentlich im Oktober letzten Jahres noch ins Kino kommen. Doch dann hat Amazon irgendwie einen Deal mit Sony geschlossen und jetzt ist dieser Kinostart geplatzt und es ist ein Amazon-exklusiver Film geworden. Da muss man jetzt dazu sagen, zwei Worte vielleicht dazu. Sony macht ja momentan vieles richtig. Siehe Spider-Man Far From Home, da sie den ausschließlich ins Kino bringen, der einen unheimlichen Erfolg landet. Und vielleicht hatten sie jetzt das richtige Gespür, diesen Film doch eher zu Amazon zu schicken. Was meint ihr? Riskiert ihr einen Blick? Kennt ihr die Reihe an sich? Oder seid ihr wie ich völlig unbeleckt und denkt, was ist Hotel Transylvania? Wer möchte zuerst? Ja, dann fange ich mal an. Ich sehr gerne. Habe die Vorgänger alle gesehen. Ich fand den ersten ganz nett. Nichts, was mich irgendwie wirklich begeistert, aber halt nett. Den letzten Teil fand ich ganz, ganz schrecklich. Aber irgendwie werde ich ihn wahrscheinlich schon gucken, weil es ist halt auf Amazon Prime. Da klickt man einmal drauf und wenn es halt kacke ist, dann klickt man nach einer halben Stunde wieder weg. Und ich fand es überraschend tatsächlich, dass Amazon den bekommt, weil Sony hat ja letztes Jahr mit Netflix einen sehr großen Deal ausgehandelt, dass alle Sony-Filme, die ab diesem Jahr starten, ja nach dem Heimkino-Release, also auf DVD und Blu-ray nach einer gewissen Zeit dann exklusiv dann bei Netflix landen. Ich dachte eigentlich, dass Netflix sich jetzt auch noch Hotel Transylvania greift, denn die Vorgänger waren ja unglaublich erfolgreich. Das darf man nicht vergessen. Und war dann schon ein bisschen überrascht, dass Amazon sich den geschnappt hat. Und ich glaube, dass die damit auch garantiert viele Kinder glücklich machen. Ob ich glücklich werde mit Teil 4, ich wage es zu bezweifeln, aber ich lasse mich gerne eines anderen lernen. Theresia, wie siehst du es? Hast du die Reihe schon gesehen oder bist du auch wie ich da völlig ohne Watch bisher gewesen? Ja, also ich habe auch den ersten Teil gesehen und fand den gut, aber eben nicht so überragend, dass ich jetzt halt Lust hatte, Teil 2 und 3 zu sehen. Und von daher glaube ich, werde ich jetzt mich mit Teil 4 jetzt auch nicht sehr auseinandersetzen. Komm, Theresia, ich komme zu dir, machen wir schön einen Hotel Transylvania-Filmabend. Ne? Ja, macht ihr euch eine Cola warm und genau. Dann könnt ihr den gucken. Stimmt, okay, ja, dann bauen wir noch eine Kissenburg und dann wird es prima. Knoblauch, sehr schön, das klingt doch einladend. Ja, richtig, genau. Johnny, apropos Knoblauch, nein, das ist eine schlechte Überleitung. Johnny, du kennst die Reihe, hast du gesehen, die ersten drei Teile? Wie ist deine Meinung und hast du Bock auf den vierten? Ich habe alle drei gesehen, ich habe die ersten beiden auch mehrmals gesehen. Den ersten fand ich ganz nett, den zweiten fand ich ja im Vergleich zu anderen Filmen gut, aber als Fortsetzung sehr gut und den dritten fand ich grauenvoll. Der ging gar nicht, den konnte man sich nicht angucken, ohne dass man sich 100 Minuten fremdschämt. Und ich weiß nicht, es sieht wie Freaky Friday als Animationsfilm aus im Trailer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der gut wird. Und wenn schon Sony selber sagt, bei so einer erfolgreichen Marke, den verkaufen wir an Netflix, dann oder am Ende Amazon Prime ist es ja, dann kann da eigentlich der Film nicht wirklich gut sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Naja, aber ob ein Film jetzt gut ist, hat ja nichts mit dem kommerziellen Erfolg zu tun. Ich meine, der dritte Teil war ja auch sehr erfolgreich und der war, wie wir beide gesagt haben, also wir fanden ihn ja auch scheiße. Ja, genau, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Marke dennoch funktionieren würde an der Kinokasse. Ich glaube, hier ist es der Fall, dass sie denken, okay, wenn man den Film ins Kino bringt, bringt er vielleicht die erste Woche gut Geld rein. Aber durch die schlechten Kritiken könnte es das drücken. Das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen haben sie ihn, glaube ich, am Prime verkauft. Also das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Aber der dritte hat ja auch jetzt nicht nur Jubelstürme bekommen von der Kritik. Ich glaube, dass das eher wirklich mit diesem Corona zu tun hat. Ich glaube, die wollten ja einfach loswerden, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, wir können ihn schon wieder verschieben. Und ich weiß auch nicht, wie viel Amazon jetzt gegeben hat an Geld, aber es muss ordentlich viel gewesen sein. Ja. Ja, also ich glaube halt auch, dass wir vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das Hauptzielpublikum von dieser Filmreihe sind. Bitte was? Ich habe Kinder, also die gucken sowas bestimmt auch nicht, aber irgendwann mal, also. Ja, die Kinder vielleicht, aber ob es dann die Eltern immer so gut finden, den Film, ist das ja nicht so. Ich muss ja, Spaß. Ich muss ja mitgucken, das ist ja immer das Problem. Man ist ja mitgehangen, mitgefangen, ist ja das Problem. Ja. Also, ich sehe es gerade schon vor mir, wie Timo voller Stolz vor seinen Kindern steht. Kinder, heute gucken wir Hotel Transylvania 4 und deine Kinder nur so, wir wollten heute eigentlich lieber eine serbokroatische Doku auf Mubi sehen.
Ja, stimmt, da hast du mal, also das trifft aber, unser Familiendiskutieren. Aber Vater, wir gucken schon 14 Minuten Pleasure. Wir wollen Kinder, macht das, Kinder, macht das aus. Ja. Apropos ausmachen, was ich bisher noch nicht angemacht habe, und ich finde das, also Schande über mein Haupt, aber gleichzeitig wisst, ihr wisst es auch, aber die HörerInnen wissen, dass ich Serien jetzt prinzipiell an sich schwierig finde, weil sie halt nicht nach 2 Stunden vorbei sind, sondern meist doch mehrere Staffeln haben. Ja. Aber es erscheint am Ende dieser Woche die 3. Staffel der Netflix-Serie Afterlife, die von und mit Ricky Gervais ist, also eigentlich eine Ricky Gervais One-Man-Show, Regie Ricky Gervais, written by Ricky Gervais, Hauptdarsteller Ricky Gervais. Und da ich Ricky Gervais sehr schätze, habe ich wirklich mir jetzt auf die Agenda gesetzt, in 2022 Afterlife zu gucken. Ich antizipiere jetzt bestimmt falsch. Stu, hast du Afterlife schon mal gesehen? Nein, ich möchte aber meine beste Freundin Anne zitieren, beste Serie der Welt. Dankeschön. Okay. Ja, dann bin ich erst rechts holt. Hat irgendjemand, Theresa, hast du Afterlife, hast du da schon was gehört oder hast du das sogar schon gesehen? Nee, also ich habe, glaube ich, auch noch vorher noch nichts dazu gehört. Also von daher ist es jetzt auch neu für mich. Ja, okay, vielleicht riskiere ich dann mal einen Blick, aber mal sehen. Also bisher war es mir nicht bekannt. Ja. Johnny, du kennst es wahrscheinlich, oder? Naja, ich gucke gefühlt nichts. Also ich guck ja 24/7 alles. Und ja, ich habe es bis zu einem gewissen Teil gesehen. Ich hatte dann keine Zeit mehr, weil ich andere Sachen vorziehen müsste. Aber ich glaube, ich habe die ersten 4 Folgen gesehen und fand sie super. Die ist genau das, was ich von Ricky Gervais will. So diesen zynischen, bitterbösen Humor, der auch teilweise sehr wehtut. Und das mag ich. Ja, aber trotzdem also, auch melancholisch ist. Ja, also ich glaube, das wird auf jeden Fall auch bei mir auf der Watchlist nochmal landen. Und jetzt ist, ich finde es immer schön, wenn Serien abgeschlossen sind. Ich glaube, die 3. Staffel ist die letzte Staffel. Ist eine überschaubare Größe. Das kann ich vielleicht sogar handeln. Das sind dann, glaube ich, insgesamt 27 Folgen. Nee, das sollte ich mal schaffen. Sind 6 Folgen, glaube ich, pro Staffel. 6 oder 8. Ja, guck mal, da habe ich doch sogar noch mehr Chance, das zu schauen. Das wird mir dann nicht so wehtun. Apropos wehtun und Schmerzen. Es gibt auch eine neue Netflix-Serie von James Wan. Das ist der Schöpfer der Conjuring-Reihe, der also die ersten beiden Conjuring-Teile und jetzt dieses, beziehungsweise letztes Jahr, den, wie ich finde, doch sehr, sehr guten Malignant abgedreht hat. Und der hat eine neue Serie für Netflix produziert, die sich Archive 81 nennt. Habt ihr davon schon was? Johnny, hast du davon schon was gehört oder ist das für dich auch was Neues und hast du Bock, das zu sehen? Ja, ich habe davon gehört, vor, glaube ich, ein paar Tagen erst. Aber als ich mag ja James Wans alte Filme sehr gerne, so Saw und Insidious oder auch den ersten Conjuring und die zweiten auch. Aber irgendwann nach Aquaman hat es abgenommen, auch mit Fast and Furious 7 hat er, glaube ich, gemacht. Und Malignant fand ich furchtbar. Ich kann da die Jubelstürme, die manche raushauen, nicht nachvollziehen. Das war für mich Trash pur. Und deswegen habe ich keine Lust, mir Archive 81, glaube ich, war es, anzugucken. Nee, den lasse ich komplett weg. Die Serie, nee. Wie sieht's bei dir aus, du? Also ich finde, James Wan hat in seinem Leben bislang 2 gute Horrorfilme gemacht. Das eine ist Saw, das andere ist Malignant. Oh, und habe aber tatsächlich das erste Mal von diesem Archive 81, glaube ich, vorgestern so den 1/4-Trailer gesehen und hat mich jetzt nicht angesprochen. Aber wie gesagt, es ist halt Netflix, das heißt, eines Tages oder eines Abends vielleicht klickt man dann doch auf Play und vielleicht ist es gut, vielleicht ist es schlecht, aber aktuell steht auf meiner Netflix-Liste anderer Kram, der geguckt werden will. Dem kann ich mich nur anschließen. Also mir geht's da ähnlich wie du. Also ich habe von dem bis vor ein paar Minuten auch noch nichts gehört und ja, meine Netflix-Liste ist leider auch sehr, sehr lang. Ja, Prämisse klingt wirklich interessant. Es soll da ja irgendwie um einen Archivaren gehen, der eine Sammlung von Tonbändern restaurieren soll und dann irgendwie so langsam merkt, dass er da die Arbeit eines Dokumentarfilmers oder Filmemachers rekonstruiert und da irgendwie die Ermittlungen gegen eine Sekte quasi dann im Nachhinein, im Nachgang rekonstruiert und sieht. Und da bin ich schon, ich bin vorsichtig gespannt. Ich finde auch James Wans, also ich muss ehrlich sagen, Malignant, ich ging aus dem Kino und dachte zuerst, was habe ich da gesehen? Aber beim zweiten Sehen konnte ich den Film sehr, sehr abfeiern und ich bin kein großer Anhänger der Conjuring-Reihe. Ich finde den ersten Saw auch sehr, sehr gut. Er hat leider nur so wahnsinnig viele Fortsetzungen nach sich gezogen, dass ich so im Nachhinein James Wan das ein bisschen übel nehme. Aber ich habe eine milde, beziehungsweise mild habe ich Bock auf diese Serie.
Es ist so von der Länge her mit 8 Folgen auch wieder was, was überschaubar ist. Es ist leider wohl keine Miniserie. Das heißt, es ist wieder etwas abzuwarten, wie viele Staffeln und wie erfolgreich das ist. Und gleichzeitig weiß man ja auch bei Netflix, und das finde ich übrigens, lieber Herr Netflix, das finde ich einen absoluten Abturner. Man weiß ja nie, ob ihr nicht einfach so die Sendung doch absetzt, obwohl sie vielleicht erfolgreich war und nicht abgeschlossen ist oder sonstiges. Deswegen bin ich bei Serien mittlerweile, habe ich noch einen Grund mehr, da vorsichtig zu sein. Ja, aber da muss ich mal kurz für Netflix in die Bresche springen. Ich meine, es ist ja auch, war ja auch damals so, dass Serien vorzeitig abgesetzt wurden, als es nur noch TV gab. Also ich glaube tatsächlich, in den meisten Fällen ist es halt so, wenn die Serie nicht die nötige Anzahl von Zuschauern hervorgebracht hat, wird es halt eben abgesetzt. Es war damals so und ist heute nicht anders. Du hast leider wie immer recht. Ich weiß. Außer das eine Mal, wo Netflix deine eine Lieblingsserie einfach abgesetzt hat. Das haben sie gemacht, weil sie die scheiße finden. Und das fand ich auch nicht gut. Das habe ich auch bei Netflix gesagt. Jetzt müsstest du mir sagen, welche Serie das war bei Netflix. Dark ist ja abgeschlossen und das wäre bei Netflix so das, was ich am besten. Achso, ich dachte jetzt sowas wie heißt das? Dogs of Berlin oder so. Oh. Aber die war furchtbar. Ist das irgendwas, hat das was mit Hundeshows zu tun? Oder? Genau, das ist so der Hundebetreuer Martin Rütter, der in Berlin über Gotti geht und dann sagt, außer so, das ist Dogs of Berlin. Ja. Jetzt bin ich hooked. Ja. Also jetzt gucke ich mir Dogs of Berlin mal an. Mal gucken, ob das was für mich ist. Also, da spielt sogar Fahne Yardi mit. Echt, hat er auch einen Hund? Mm, der hat auch einen Hund. Cool. Der heißt Beppo. Ja, aber auch schlimm, dass sie damals abgesetzt haben, Mindhunter. Aber das ist ein anderes Thema dafür. Wobei Netflix, da ist noch nicht richtig fix, dass es auch abgesetzt ist. Da gibt es ja immer noch hier und da Verhandlungen und hier und da Gerüchte. Es wurde nicht offiziell eingestellt. Nee, ja, das kann ja auch gar nicht sein, weil David Fincher gehört doch quasi Netflix, hat man so das Gefühl zumindest, weil der da alles machen darf. Ja, aber ich hoffe, das kommt noch, weil Mindhunter ist die beste Netflix-Serie. Fakt. So, da brauchen wir gar nicht drüber reden, die beste Netflix-Serie. So. Guck mal, da reden wir nicht drüber, sondern ich werde das demnächst mal wegbingen. Das ist die nächste schlechte Überleitung, aber dafür wird... Ich gebe gerne anderen Leuten ungern recht, aber Mindhunter ist wirklich famos und grandios. Ja, ja, dann werde ich es mal wegbingen. Die kann man nicht wegbingen. Wegbingen kann man auch Amazon, bei Amazon die neue Staffel von Binge Reloaded, die erscheint nämlich auch am kommenden Freitag. Wir haben es vorab schon geklärt, deswegen halten wir es ganz kurz. Wir haben, ich glaube, der Einzige, der Binge Reloaded gesehen hat, war Stu. Mhm. Und der sagte, das ist nicht so lustig wie LOL, also Last One Laughing. Ja, ich finde, das ist aber auch schwer zu vergleichen. Das andere ist halt eine reine Sketch-Comedy und LOL ist halt ja fast schon eine Art ja, Gaming-Show, würde ich sagen. Also von daher ist das unfair, das zu vergleichen. Ich muss sagen, klar, Binge Reloaded kam nicht an Switch oder Switch Reloaded dran. Aber ich fand, es war gut produziert, es gab ein paar echt hübsche Gags und da auch jemand mitmacht, den ich persönlich kenne, bin ich da auch ein bisschen befangen und bin auch auf die zweite Staffel gespannt. Das konnte man sich gut ansehen, war natürlich jetzt kein großer Wurf, aber ich bin trotzdem froh, dass Amazon gesagt hat, okay, wir machen es mal weiter, weil in der jetzigen medialen Welt brauchen wir eigentlich so Formate wie Switch oder Binge Reloaded. Das stimmt. Und außerdem, also Befangenheit liegt mir fern, das wissen die HörerInnen von unserer letzten Folge, das kenne ich nicht. Theresia kennt das auch nicht und deswegen frage ich Theresia einmal, hast du Bock auf Binge Reloaded? Ja, schon. Also ich glaube, ich war ja auch sehr großer Switch-Fan, von daher habe ich schon Lust, die Serie zu schauen und so für zwischendrin oder wenn man mal am Abend dann nochmal aufgehalten werden will, kann man das, glaube ich, ganz gut anmachen. Alles klar. Hotel Transylvania Marathon und Binge Reloaded Marathon. Oh, das wird ein tolles Wochenende. Save the date, Theresia. Save the date. Unbedingt. Dann machen wir den Streamingkasten mal aus und dann finde ich, lass uns mal ins Kino gehen, oder? Ja. Wir gehen jetzt mal ins Kino. Die wichtigste Frage klären wir, finde ich, immer jede Woche vorab. Diese Woche erscheint kein neuer Film mit Liam Neeson. Schade, aber es ist leider so. Aber diese Woche erschien der erste Trailer zu seinem neuen Actionfilm Blacklight. Immerhin. Etwa. Guck dir an. Siehst du? Also wieder was, worauf man sich vielleicht nächste Woche drauf freuen kann. Wir werden das Woche für Woche klären. Erscheint diese Woche der neue Niesen-Film. Aber ganz ehrlich, willst du wirklich, dass Liam Neeson ins Kino kommt? Gerade bei Corona wegen Neeson. Verstehst du? Weil Mega Gag. Es ist fast so gut, dass ich vergessen habe zu erwähnen, dass wir jetzt leider einen Einspieler haben. Nämlich zum in der letzten Woche gestarteten The 355. Den hat nämlich die gute Lieder für uns nochmal als Einspieler
Schauspieler gesehen. Und ich selber habe die PV geklemmt, das haben wir auch letzte Woche schon gesagt. Wir hätten auch letzte Woche gar nicht drüber sprechen dürfen, weil wir da ja live gesendet haben. Jetzt hören wir ein bisschen was zu The 355 und wir sind alle ganz gespannt, ob wir danach nicht doch ein Kinoticket lösen werden. Es fängt wieder mal gut an, ja. Erste professionelle Filmsichtung im neuen Kinojahr und schon bespricht Lida für euch hier beim Tele-Stammtisch so einen fake-feministischen Fehlschuss wie The 355. Gedreht hat den Simon Kinberg, mehr berüchtigt als berühmt für das letzte Kapitel der X-Men-Saga Dark Phoenix. Den Film mochte niemand, außer offenbar Jessica Chastain, die sagte, Simon, mach mir doch mal einen Actionfilm, aber aus allen Männern machen wir Frauen. So genial, wie die Hauptdarstellerin des Agentinnen-Actionfilms ihre eigene Idee da überall anpreist, ist sie allerdings keineswegs. Die Story, in der ein internationales Frauenquintett einen Hightech-MacGuffin jagt, ist eine Gender-Switch-Variante von The Bourne Identity und Mission Impossible mit ein paar Einsprengseln von Ocean's 8. Die Gender-Switch-Filmwelle war übrigens genauso pseudo-emanzipatorisch wie die spannungs- und spaßbefreite Spionage-Story, deren Heldinnen selten wie Superagentinnen wirken. Die unter anderem von Lupita Nyong'o, Diane Krüger und Fan Bingbing verkörperten Hauptfiguren treffen ihre Gegner nicht mal bei freier Schusslinie, springen schon mal als wandelnde Zielscheibe genau dem Feind ins Fadenkreuz und melzen dahin, wenn der Oberschurke ihnen einen Ring an den Finger steckt, denn tief im Herzen wollen wir Mädchen ja alle geheiratet werden und lieben Bad Boys. Das denkt zumindest Drehbuch-Co-Autorin Cerisa Rebeck, deren filmischer Claim to Shame Halle Berry's Camp Catwoman ist. Zu den chauvinistischen Klischees gesellen sich noch rassistische, was wenig überraschend ist für einen Plot, dessen vorgebliche Heldinnen Menschenrechte mit Füßen treten und ihre Opfer foltern. Wer glaubt, dass Gleichberechtigung so aussieht, dass Frauen sich genauso sadistisch, egoistisch und korrupt verhalten wie Männer, zumindest auf der Leinwand, der glaubt auch, dass ein paar billige Stunts und zweitklassige Actioneinlagen ausreichen, um dem Publikum unter dem Titel einer historischen Spionin im amerikanischen Bürgerkrieg einen mit ein paar viel zu guten Namen geschmückten Fließbandfilm vorzusetzen. Ich stelle mir Gleichberechtigung auf beruflicher Ebene ja mehr so vor, dass Schauspielerinnen wie Penelope Cruz es gar nicht mehr nötig haben, in solchen Filmen wie The 355 mitzumachen. Also definitiv keine Nummer, auf die ihr setzen solltet. Was ihr euch stattdessen angucken könnt, hört ihr hier beim Telestammtisch. Immer wieder, auch mit Lida. Ciao! Ja, ich weiß jetzt auch nicht, also wer jetzt das Kinoticket nicht löst, der ist auch bescheuert. Also ich möchte ganz großes Lob an Lieder aussprechen und liebe Grüße, aber die Abmod königlich. Super. Ja, ist sensationell. Stimmt, ja. Sensationell, muss man einfach sagen. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich habe den Film jetzt gesehen und weiß, dass der scheiße war. Also, aber mal ganz Respekt. Ehrlich, ich bin ja kein großer Fan, das zu sagen, der Trailer war Murks, also ist der Film automatisch kacke. Aber ganz ehrlich, alles, was ich bislang zu dem Film gesehen habe, das sah auch irgendwie nicht besonders einladend aus. Guck mal, das ist der Vorteil, den ich habe in manchen Situationen. Ich gucke wirklich viel weniger Trailer als noch vor Jahren. Und deswegen, ich habe den auf der Bildfläche gesehen. Ich sah es halt den Namen Simon Kinberg. Und leider hat Lida ja total recht. Also, warum kriegt Simon Kinberg nach Dark Phoenix noch so ein doch relativ großes Projekt und nimmt dazu noch seine Darstellerin ja aus Dark Phoenix, Jessica Chastain, noch mit. Also was hat sie sie geritten? Sie ist ja, glaube ich, auch Produzentin des Films. Das wird eine Frage sein, die relativ halt lange unbeantwortet bleiben wird. Regisseur eine große Person in Hollywood, sondern als Produzent hauptsächlich. Also der hat da, glaube ich, schon noch eine gewisse Art von, ich sage es mal, Macht. Und vielleicht ist er ja gut Freund mit Jessica Chastain, wer weiß. Ja, die sind wahrscheinlich BFFs geworden. Und ich muss dazu auch sagen, ich bin bei Simon Kinberg kriegt ja auch sehr viel Hate für X-Men The Last Stand. Das muss ich ehrlicherweise sagen, das ist mein Guilty Pleasure in der X-Men-Reihe. Den mag ich richtig, richtig gerne. Das darf man nicht laut sagen wahrscheinlich.
Ja, tut mir leid, wir müssen dich jetzt leider vom Hof jagen, aber du musst noch die Sendung jetzt zu Ende machen. Aber wenn das hier zu Ende ist, dann bitte stell dich schon mal ans Hoftor, dann werden wir dich ja mit Mistgabeln und Fackeln dann aus der Stadt jagen. Dankeschön. Geil. Ich meine, habe ich das jetzt laut gesagt? Verdammt. Der Hummer in mir sagt, habe ich das jetzt laut gesagt? Nicht laut sagen. Verdammt. Verdammt habe ich ehrlicherweise gedacht, als ich mir diese nächste Überleitung überlegt habe und sie als auch gerade ausgesprochen habe. Denn Johnny und ich glaube, also ich weiß nicht, wie Johnnys Meinung ist, aber ich nehme mal es vorweg. Also ich musste und Johnny hat den Film Egalité gesehen. Johnny, nimm uns mal mit auf die Spur. Worum geht's in Egalité? Ich muss mal ganz kurz mich mal runter hier mal ganz kurz. Ich bin gerade ein bisschen im Stress. Ich wurde gehackt auf Discord. Also sorry. Also es geht in Egalité geht es um. Willst du sonst kurz Discord löschen und das Internet anschreien? Dann würde ich das sonst übernehmen. Nee, ich mach das schon. Es geht um den Familienvater Attila Aydin, der mit seiner Tochter zu einem Arzt fährt, weil sie eine Operation hat, eine Mandeloperation. Und nach dieser Mandeloperation ist sie blind. So, seine Tochter. Und nun möchte er natürlich rausfinden, woran das liegen konnte oder woran das liegen kann, und dreht sich in einer Abwärtsspirale immer weiter nach unten. So kann man das quasi eigentlich sagen. Und das innerhalb von 80 Minuten alles abgehandelt. Ja, also wie ich finde, abhandeln ist hier das richtige Stichwort. Denn der Film war auch für mich ein Abhandeln, den fand ich wahnsinnig schlecht aus sehr, sehr vielen Gründen. Ich fange mal bei der handwerklichen Umsetzung an. Das ist alles natürlich so in diesem, ich sag mal, Four-Blocks-Style mit Wackel- und Shaky-Cam gedreht. Dann wirken viele der Dialoge für mich sehr, sehr improvisiert und sehr, sehr in die Situation reingeschmissen. Der Hauptdarsteller aus Four-Blocks, Kida Kodoramadan, hat hier Regie geführt und auch mit am Drehbuch gewerkelt. Und das, finde ich, merkt man, denn er sollte weiterhin, wie ich finde, eher vor der Kamera als hinter der Kamera arbeiten. Das ist so klischeebeladen. Das sind Situationen, also es gab einen Moment, wo ich dachte, ich hatte über den Film vor, übrigens, Fun Fact, bei IMDb steht, kennen Sie die Handlung, fügen Sie als Erster eine Handlung hinzu. Das heißt, selbst IMDb weiß nicht, was das für ein Film ist. Und das soll schon was heißen. Das ist ja die größte Movie-Database, die wir im Internet so haben. Und es gibt so einen Moment, wo man denkt, oh, Scheibenkleister, das mit dieser OP, das geht jetzt ganz furchtbar schief und ich bin mittlerweile in einer Situation, da kann ich das nicht mehr so gut gucken. Und bemerkte ich, dass es dann auf diese Blindheit hinausläuft. Und das ist schon ein bitterer Moment, den kann man auch sehr, sehr emotional inszenieren. Schafft Ramadan leider nicht. Was er unheimlich emotional inszeniert, sind die Dialoge zwischen dem Pflege- oder Krankenhauspersonal und dem Vater Attila. Ein Name, der auch 2022 natürlich total negativ konnotiert ist. Sorry, kann er nichts für, der Hauptdarsteller, aber ist so. Das sind so wahnsinnig schlecht geschriebene oder improvisierte, je nachdem wie es ist, Szenen, die so eskalieren, ohne dass es da Not gäbe. Und auch den Handlungsverlauf, auf den wir jetzt natürlich aus Spoilerin nicht komplett eingehen wollen, der nimmt ab einem gewissen Moment eine Spur, einen Ausgang, der für mich fast 0,0 nachvollziehbar war, weil er sich für mich organisch überhaupt nicht ergeben hat. Es ist, man merkt so eine Gereiztheit des Vaters auch gegenüber seiner Frau und seinem Sohn, die ist aber dann auf einmal mit der nächsten Szene, da gibt es eine Situation und dann auf einmal gibt es einen völligen Cut im Ton des Films. Und deswegen mochte ich Egalité überhaupt nicht. Selbst bei 80 Minuten habe ich mich total durchgequält. Ich weiß nicht, Johnny, wie es bei dir war. Ich fand ihn bis zu einem gewissen Punkt gar nicht so schlecht. Also ich fand die Charaktere okay. Ich fand die Art, wie er inszeniert war, auch nicht so schlecht. Ich habe ja den ersten Film von Kida Kodoramadan dann auch gesehen und den fand ich auch gar nicht so schlecht. Der hieß In Berlin wächst kein Orangenbaum, falls es jemand interessiert. Und das Einzige, was mir den Film so richtig kaputt gemacht hat, war der Twist. Der war unerträglich. Also der hat mir rückwirkend diesen ganzen Film kaputt gemacht. Das ging gar nicht. Also wirklich, da war ich richtig, richtig angepisst und richtig genervt. Und das hat mir den Film auch einen ganzen Stern gekostet auf Letterboxd. So. Wie hast du ihn bewertet, damit unsere Hörer dann einen kleinen
2,5 immerhin. Ja, ich wäre deutlich drunter. Mir hat er überhaupt gar nicht gefallen und er hat mich sehr, sehr schnell verloren, der Film. Und das ist kein gutes Zeichen. Deswegen gibt es von mir eine klare Empfehlung für Egalité. Von Johnny bis zum Twist eine eher doch positivere Einstimmung bzw. eine positive Meinung. Wie ist es bei euch beiden, Theresia? Egalité ist jetzt ein Blick für dich wert. Er kommt wahrscheinlich eh in sehr, sehr wenige ausgesuchte Kinos. Also grundsätzlich vom Thema her, glaube ich, gibt es dazu sehr gute Filme. Also das klang jetzt bei euch nicht so, als ob der für mich sehenswert wäre. Also von daher, glaube ich, wird der eher nicht auf meiner Liste landen. Und du? Ich mach's kurz. Egalité ist mir egal. Sehr schön. Sehr schön. Das schreit nach einer Überleitung, die ich an dieser Stelle weglassen werde. Wir reisen jetzt mal ein bisschen, nämlich nach Marseille. Den Film Gloria Mundi, den haben für uns besprochen der Piet und der Paul. Und wir hören uns jetzt mal an, wie die beiden diesen Film fanden. Beziehungsweise hat Piet ihn gar nicht gesehen, sondern nur der Paule. Und jetzt wollen wir mal hören. Paule, sag doch was. Hallo am Telestammtisch. Ich bin der Piet und heute geht's um den Film Gloria Mundi. Ich habe den nicht gesehen, aber der Paul hat den gesehen. Hallo Paul. Hallo zusammen. Gloria Mundi geht 107 Minuten und ist ein Film von Robert Güdiger. Heißt Gloria Mundi, Rückkehr nach Marseille. Und dabei vielleicht mal die Nachfrage direkt, der deutsche Titel Rückkehr nach Marseille. Ist das dann irgendein zweiter Teil oder warum hat er diesen Titel? Also wir befinden uns in Marseille und dort versammelt sich quasi eine Familie nach der Geburt eines kleinen Mädchens. Und ja, die Erwachsenen, die da eben eine Rolle spielen von dieser Familie, die haben alle so ein bisschen eine schwere Zeit. Also sei es, sie haben Probleme mit der Arbeit, der Vater kommt aus dem Gefängnis und möchte auch seine Enkelin, der Großvater, genau, der möchte seine Enkelin sehen. Und es ist ein Porträt dieser Familie und damit ein Porträt so der bürgerlichen oder Arbeiterschicht. Ja, und deswegen wahrscheinlich auch Rückkehr nach Marseille, weil die halt alle dahin für diesen Moment oder für diesen Film, für diese Handlung in Anführungszeichen zurückkehren. Es ist in erster Linie, würde ich sagen, schon ein Drama. Es ist auch ein sehr realistisches und sehr nüchternes Drama. Wir haben zwar zum Beispiel eine Musik hier, die je nach Szene dann variiert. Manchmal hört man gar keine, manchmal dreht sie aber auch so auf. Dann hört man dann durchaus Klavierklänge oder Streichorchester. Aber er ist halt auch von Kameraeinstellungen und von all dem drum und dran nichts, was ihn hervorhebt. Der Regisseur selber hat auch mal gesagt, dass das Kino die Menschen oder die ZuschauerInnen auf zwei verschiedene Arten irgendwie bewegen könnte oder eben mitnehmen können. Das ist einmal, dass es eine Welt zeigt, wie es sein könnte und manchmal eben die Welt zeigt, wie sie ist. Kurzum hat er gesagt, wir brauchen sowohl Komödien als auch Tragödien, um unseren Lebensstil weiterhin zu hinterfragen. Und das ist garantiert dann eher ein Film, der zeigt, wie die Welt gerade ist und ja, da gibt's dann nicht ganz so viel zu lachen, sag ich mal. Ja, aber gut, gerade das französische Kino ist ja bekannt für seine Tragödien oder Dramen und auf der anderen Seite auch seine wirklich guten Komödien. Aber was du eben angesprochen hast, ich habe das auch oft bei französischen so Dramen, die ich sehe, weil es gibt so viele davon und ich schaue die schon auf der einen Seite echt gerne, aber es ist oft so, dass ich nicht sage, es ist jetzt ein mega guter Film, sondern der läuft so durch und man kann sich den gut anschauen und hat keine schlechte Zeit dabei. Aber es ist dann oft nicht das ganz große Ding. So geht's mir oft dabei. Ich glaube, dass der hier vor allem trotzdem wegen seines Realismus, sage ich jetzt mal, hervorsticht. Der hat zum Beispiel, was ihn auch noch so ein bisschen abhält, er hat so ein paar poetische Momente und versucht zum Beispiel sowas Zauberhaftes oder sowas, was Magisches in dem Alltäglichen zu finden und geht dann aber trotzdem immer wieder auf die Probleme eben ein, die sie haben. Wir haben es hier, muss ich auch noch dazu sagen, mit einer eben weißen Arbeiterfamilie zu tun, die eben jetzt auch so ein bisschen Struggle mit Arbeitssuche und so weiter hat, weil die junge Generation und andere Milieus oder andere Personen anderer Nationalität, die finden hier tatsächlich nur so am Rande statt. Also es ist dann mehr, also ein bestimmter Ausschnitt
diese Arbeiterklasse oder so, die wird porträtiert und nicht ein vollumfängliches Bild, hatte ich zumindest den Eindruck. Ich bin jetzt auch kein Französisch-Experte. Aber gut, das hört sich schon mal alles nicht so schlecht an. Möchtest du noch ein kurzes Fazit abgeben? Ich würde nur noch ein paar Punkte vergeben, wobei auch das finde ich echt ein bisschen schwierig hier, weil ich bin wahrscheinlich nicht komplett die Zielgruppe, weil ich mit solchen Dramen nicht ganz so viel anfangen kann, ich aber durchaus den Reiz dahinter sehe. Deswegen, ich würde, glaube ich, 3 von 5 Punkten geben, aber ich glaube, dass Filme, die zum Beispiel mit Filmen wie Sorry, We Missed You oder so etwas mehr anfangen könnten, die da die richtige emotionale Bindung oder so dazu aufbauen konnten, dass die da durchaus nochmal ein Stück mehr draus ziehen können. Ja. Ja. Vielen Dank, Paul. Danke, dass du ihn dir angeschaut hast und uns darüber erzählt hast. Damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ja, wer sagt es jetzt den beiden Jungs, es wird kein nächstes Mal geben? Nein, das war ein blöder Scherz. Ich wollte einmal in die Runde fragen, weil ich werde den Film auf jeden Fall nicht sehen. Theresia, hast du Block auf? Hast du Block auf? Hast du Block auf Bock? Sehr schön. Hast du Block Lust auf Gloria Mundi? Den meinst. Nee, ich glaube, der landet auch nicht auf meiner Watchlist in irgendeinem Streamingdienst. Und ich habe viele. Guck mal, das habt ihr jetzt angerichtet, Piet und Paul. Also eigentlich hatte Theresia, wenn ich das aus dem Vorgespräch noch richtig weiß, hatte sie ihn gucken wollen und jetzt habt ihr ihn so besprochen und das ist der Dank. Also gelöscht. Delete. Ich glaube auch, dass Theresia sich auch so ein Gloria Mundi Fanshirt schon bestellt hat. Verrat doch nicht immer alles. Das ist echt scheiße. Ja, das sorry. Ist auch zu privat, du. Ja, ein bisschen Boundaries, ja? Sorry. Ja, nee, also seien wir ehrlich, das ist so ein typischer Telestammtischfilm, den guckt wahrscheinlich kein Schwein außer uns. Und dementsprechend lasst uns weitergehen zu einem nächsten Film, den kein Schwein gesehen hat, nämlich auch kein Schwein von uns. Das ist nämlich der Film The World Champion, wie ein Kollege aus einem anderen Podcast sagen würde. Oder wie wir es mal richtig sagen können, The World Champion. Ein Sportdrama, das sich um das Schachduell zwischen Anatoli Karpow und seinem früheren Mentoren Viktor Korchnoi, den habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, aber es ist mir schiedegal, dreht, geht insgesamt 145 stattliche Minuten und ist eine russische Produktion, auf Russisch Champion Mira. Und ich habe jetzt mal die Vorahnung, dass, wenn wir ihn vorab nicht bekommen haben, dass er auch kaum in einem Kino laufen wird. Oder aber, dass er so wahnsinnig gut ist, dass ihn niemand vorher sehen darf, damit sich das nicht rumspricht. Ich weiß nicht, welche Variante ich besser finde. Habt ihr überhaupt von The World Champion was gehört bisher, außer bei uns in der Verteilerliste? Ich weiß es nicht. Also ich habe ja vernommen, ja, dass zumindest in Köln in den großen Blockbuster-Kinos ab nächster Woche Spider-Man No Way Home gezeigt wird, damit Platz ist für The World Champion. Mhm. Das ist, glaube ich, die Information aus dem Kreml, schätze ich. Ja, ja. Das ist eine, das ist eine verlässliche Kinos in Köln. Ja. Unsere Kinos in Köln. Das kann gar nicht sein. Wie, da läuft der Spider-Man gar nicht mehr. Ja. Ich habe jetzt uns mal innerhalb von Deutschland gesehen. Aber gut, ich weiß, ich bin Ausländer. Okay, ich habe es verstanden. Okay. Aber eigentlich ist Köln ja auch eine eigene Welt anschauen. Das Kölsch, muss man ja sagen. Ne? Ja. Siehste, jojo dat. Johnny, haben wir Schachspieler unter uns? Johnny, spielst du Schach? Kannst du was mit dem Thema anfangen? Ich verliere auf Einsteiger gegen meinen Laptop. Also ein Profi? Sehr gut. Also nein. Ja, ich bin absolut professionell. Ich habe Bauernopfer geguckt. So. Mit Jay, hier, wie hieß er, der Tobey Maguire. So, das reicht. Soll doch. Ja, und ich bin froh, dass ich weiß, welche Figuren was bewegen dürfen beim Schach. Ich finde, deswegen kann man mich als Schachspieler bezeichnen. Aber mal ganz ehrlich, glaubt ihr, dass wenn World Champion vor gutem Jahr rausgekommen wäre, als das Damen-Gambit voll en vogue war, ich glaube, dann hätte der Film was gelöst. Glaubst du, dass russische Produktion gesagt hat, mach mir Film wie Damen-Gambit? Ich weiß ja nicht, wie das ist mit Corona, ob da nicht vielleicht länger auch Zeit auf Halde lag oder so. Ja, der ist von 2021, also der ist schon jetzt nicht irgendwie 3 Jahre alt oder so. Dann hat Dimitri gesagt, komm, mach Damen-Gambit. Und er lief am 30. Dezember schon in russischer Kino. Machen wir uns richtig beliebt bei russischen Kino. Es gibt Fans, die den sehr gerne gesehen hätten im Kino. Die haben sie, die bestimmt. Hier, meine liebe Theresia, das ist ja eine Überleitung, die schreit ja dazu, dass wir zum nächsten Film gehen. Ah, hier, meine Liebe.
Johnny, du hast für... Das klingt so schrecklich, Entschuldigung. Das soll auch schrecklich klingen. Ja, hier, ja, ich habe ja, du hast Pleasure gesehen. Ja. Man muss das wirklich dazu sagen, ja. Ich habe das vorhin mal im Scherz gesagt, aber als ich den ersten Trailer zu Pleasure gesehen habe, dachte ich, es sei eine Dokumentation. Pleasure ist ein Film, der, ich glaube, sogar in Cannes lief, wenn ich es richtig weiß. Und der von yes. Ninja Tiberg ist, die auch den Film geschrieben hat. Und es geht, um es kurz zu sagen, es geht um eine zukünftige Hardcore-Darstellerin, die will von Schweden, einer Kleinstadt in Schweden entfliehen und in Los Angeles der nächste große Pornostar der Welt werden. Ja, und wie das so schön ist, das Ziel ist im Weg. Manchmal ist man einfach auch in einer Situation, wo man die Sachlage unterschätzt hat. Ich fand diverse Stellen im Trailer sehr, sehr beklemmend, sehr, sehr unschön und sehr, sehr einnehmend. Johnny hat aber den ganzen Film gesehen. Johnny, wie findest du oder wie fandst du Pleasure? Ja. War er ein Vergnügen? Ich habe den auch sehr, jein. Also ich habe ihn auch sehr, sehr direkt vor Augen gerade, weil ich ihn heute Mittag geguckt habe. Also ich habe ihn, ich verdaue ihn aktuell noch und den muss man auch erstmal verdauen. Denn, wie du schon gesagt hast, in Pleasure geht es um das älteste Gewerbe der Welt, ums Ficken. So, ne? Und das ist auf so eine unfassbar harte Weise dargestellt, wie diese Branche funktioniert, dass man irgendwann auch eigentlich gar nicht mehr hingucken kann und will. Man kann sagen, dass Pleasure auch als Brandbrief oder Anklageschrift für die Pornoindustrie gelten kann. Was hier gezeigt wird und wie das alles dargestellt wird, ist brutal. Ja, das ist vielleicht, also, oder fang es mal so rum, gibt es denn auch Graustufen an Figuren in diesem Film oder ist es halt, wie du sagst, eine vollkommene Anklage an diese Hardcore-Pornoindustrie? Es gibt Graustufen, es gibt unterschiedliche Charaktere, die sich in dieser Welt wohlfühlen. Es gibt aber auch Leute, die das überhaupt nicht können und auch überhaupt nicht wollen und das eigentlich irgendwann nur noch machen, weil sie begonnen haben damit und eigentlich jetzt nicht aufhören wollen, weil es das Geld ist, was sie brauchen. Und eigentlich ist der Film, ja, wie sage ich das? Es gibt Graustufen. Ja, mehr kann ich da einfach gerade nicht. Also, glaube ich, wirklich ein Film, der harter Tobak sein könnte, wenn man mit dem härter, also der Film hat auch eine Freigabe 18, das muss man dazu sagen. Und ich glaube, das sollte, ja, wie wir vorhin schon so schön im Vorgespräch gesagt haben, sollte nicht dazu verleiten, dass man jetzt denkt, man sieht da einen irgendwie expliziten Streifen, aber wahrscheinlich einen sehr, sehr harten Film, der meines Wissens nach auch Schwierigkeiten hatte bei der Freigabe, nämlich kurz vor dem Todesurteil NC-17 stand und ich glaube sogar, er hat es bekommen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es, ich glaube, unsere heißgeliebte A24-Produktionsfirma war mal da dran und ja. Das kann man sich gut vorstellen, ja, ja. Der wirkt also A24 sollte den eigentlich rausbringen, aber dann haben sich, glaube ich, ein bisschen zerstritten, auch mit der Regisseurin, genau, wegen der Freigabe und dann ist der Film halt von dem einen Independent Highland A24 zum anderen Highland gegangen, genau, nämlich zu Neon. Also das ist, man muss das ein bisschen dazu sagen, falls die HörerInnen das nicht wissen, wenn in Amerika ein R-Rating da steht, das ist für uns eine Freigabe ab 16 meistens, manchmal auch ab 18, aber wenn ein NC-17-Rating kommt, dann ist halt die Profitabilität eines Films so gut wie tot, weil man da einfach nur als Erwachsener rein darf und dementsprechend scheuen Produktionsfirmen dieses Rating wie das der Teufel das Weihwasser. Und so wie du es richtig sagte, der Film switchte dann von A24 zu Neon. Ja, ich. Also der Film dürfte definitiv ein R-Rated bekommen haben. Ich glaube aber nicht, dass das in Deutschland ein Problem war, den bei der FSK einzureichen. Weil du hast nicht so eine expliziten Sexszenen wie in einem Nymphomaniac. Du hast eigentlich quasi kaum explizite Sexszenen, weil du siehst nie den richtigen Koitus. Du siehst halt, wie Leute hinter der Kamera stehen und sich auf den Penis spucken lassen, damit die hart bleiben. Das siehst du so, ne? Und das ist
Muss ja auch sagen, dass in Deutschland Sexualität jetzt nicht so schlimm geahndet wird wie in den USA. Ja, wir sind da von den Sittenwächtern etwas verschonter, was Sex angeht. Wir sind da vielleicht etwas, was Gewalt angeht, ein bisschen vorsichtiger, sage ich es jetzt mal vorsichtig. Aber bei uns in Deutschland hat er eine FSK 18 und wie gesagt, in den Staaten läuft er jetzt mit einem NC-17-Rating, ist also schon ein harterer Tobak. Pleasure, ein Film, den man milde empfehlen kann, denke ich, so wie ich es rausgehört habe, wenn man sich auf diesen Stoff auch einlassen mag. Nee, sehr. Also ich habe ja nicht so viel gesagt drüber, also ich würde den sehr empfehlen. Also der ist wirklich hart und im wahrsten Sinne des Wortes und man sollte da nicht reingehen, wenn man irgendwie einen schlechten Tag hat, wenn man irgendwie schon psychisch nicht so ganz aufrecht laufen kann, dann guckt euch den besser nicht an. Der ist wirklich harter Tobak, der schlägt einem in die Magengrube. Der lässt uns auch darüber nachdenken, über Pornos, die wir konsumieren, wie wir sie konsumieren, was wir genau an denen konsumieren und zeigt auf, ohne voyeuristisch zu sein, das ist ja auch das Wichtigste, weil so ein Film kann sehr schnell ins Voyeuristische kippen, zeigt der diese Brutalität dieser Industrie mit allem, was er hat, mit den Problemen, wenn Leute unter Vertrag genommen werden, dass sie quasi, wie in dem Film auch genannt sind, sie sind deren Bitch und sie haben das zu tun und zu lassen, was der Produzent sagt. Und das ist egal, ob die das wollen oder nicht. Es gibt Hardkonsequenzen, Vergewaltigungen werden abgetan als etwas, ja, es ist doch nur die Arbeit, sowas gehört dazu. Und das ist wirklich brutal, das ist fies, das ist hart, das geht an einem nicht so einfach vorüber, wenn man sich diesen Film anguckt. Und egal, ob man sich in dieser Branche aufhält, sei es jetzt ein Onlyfans, wo ein Onlyfans aber noch etwas Privateres und etwas Selbstständigeres ist, wenn man es selber macht, alleinstehend, als in Form eines riesengroßen Produzenten- und Studio-Wirrwarrs. Aber es ist wirklich fies. Also das ist, man geht da nicht raus und guckt auf die Pornoindustrie so, wie man vorher drauf geguckt hat. Das ist, geht wirklich in das wäre eine gute Tagline für den Film. Niemals wird Porno wieder so sein, wie er früher war. Sehr schön. Oder um es anders zu sagen, Pleasure is a treasure. Pleasure ist. Also guckt den euch echt an, wenn ihr die Zeit habt. Mal gucken. Also checkt mal check your local Film Dealer, ob er in eurem Kino läuft. Scheint ein Blick wert zu sein. Pleasure. Ein Film, der die Pornoindustrie einiges an Einnahmen kosten wird. Die konstruiert. Vermuten wir zumindest. Ja, definitiv. Ja. Die konstruiert. Jetzt kommen wir zu einem Film, der schon ein bisschen betagter ist. Nämlich schon 2019 entstanden. Da geht es um den schönen Film Luna Nah, das Glück liegt im Himalaya. Den haben wir alle nicht gesehen. Und wir sind gespannt, was uns der Paule dazu sagen kann. Paule, sag doch was. Hi, hier ist Paul und ich habe euch einen kleinen, aber feinen Film aus dem südasiatischen Bhutan mitgebracht. Er trägt den deutschen Titel Luna Nah, das Glück liegt im Himalaya. Er ist das Regiedebüt von Pavu Choyin Dorji und ist jüngst auf der Shortlist für eine mögliche Oscar-Nominierung in der Kategorie Bester internationaler Film gelandet. Es geht um einen jungen Mann, der in der Hauptstadt Bhutans lebt und dort eine Ausbildung zum Lehrer macht, aber eigentlich sehnt er sich nach einer Zukunft im Ausland und nach einer Zukunft als Musiker. Unverhofft soll er dann plötzlich Unterricht an einer Schule übernehmen, die weit, weit abgelegen an den Hängen des Himalaya liegt. Genau gesagt, eine Schule im Dörfchen Ledi auf etwa 4000 Metern Höhe, ja, bei dem es allein einen 8-tägigen Anreisemarsch benötigt. Der Film ist ein kleines, unaufgeregtes Abenteuer und Familiendrama, das sich im ersten Drittel um die Hauptfigur und vor allem um dessen ja schwierige Anreise kümmert und dadurch etwas holprig in die Geschichte startet. Da werden blasse Nebenfiguren eingeführt, die aber eigentlich auch wieder fallen gelassen werden. Die Reise zieht sich und das verdeutlicht natürlich die Beschwerlichkeiten, die da auf einen warten, wäre aber so ausführlich gar nicht nötig gewesen. Viel besser funktioniert der Film,
Nämlich dann, wenn die Hauptfigur das Dörfchen Lady erreicht und die DorfbewohnerInnen und deren Lebensweisen und Traditionen dann näher zum Vorschein kommen. Dann belässt es der Film auch nicht bei so einem plumpen Culture Clash von wegen, ja, der junge Mann aus der Stadt, der muss erstmal damit zurechtkommen, wie das richtige Leben ist. Nee, sondern dieses Miteinander, was da entsteht, das ist von vornherein von gegenseitigem Respekt, Neugier und später auch von großer Lernbereitschaft durchzogen. Der Regisseur, der liefert also ein kleines, stimmiges Porträt dieses Dorfes und der BewohnerInnen, die sich fast alle selbst spielen, die also fast alle LaiendarstellerInnen sind, aber trotzdem eine enorme Spielfreude zeigen. Der Film, der begleitet den Alltag und bleibt darin dann eigentlich recht vorhersehbar. Natürlich beginnt sich der zunächst eher ablehnende und verschlossene Lehrer zu öffnen. Er verliebt sich und gegen Ende steht dann auch wieder ein Abschied bevor. Dennoch ist der Film, abgesehen von eben seinen ersten 20 Minuten ungefähr, niemals wirklich langwierig, sondern trägt mit einer gewissen Lebensenergie, mit einer schönen traditionellen Musik und vor allem herausragenden bzw. wortwörtlich überragenden Bildern durch den gesamten Film. Man bemüht sich weniger um einen möglichst authentischen Blick auf das Dorf. Dafür sind zum Beispiel sowas wie Wetterereignisse oder auch sonstige Schwierigkeiten im Leben der BewohnerInnen zu wenig ausgeführt oder zu wenig beleuchtet worden, sondern man konzentriert sich eher auf das Schicksal Einzelner und verwebt das dann vor allen Dingen mit ein paar Gedanken zum Thema Glück, welches vor allen Dingen im Königreich Bhutan eine ganz große Rolle einnimmt. Lunana ist auf jeden Fall ein sehr seltener Kinoeinblick, unaufgeregt und einfühlsam. Der ist wunderschön gefilmt und äußerst lebendig, nicht immer so tiefgründig, wie er vielleicht sein könnte, aber durchaus einen Blick wert. Ja, und wer noch mehr darüber wissen möchte, der kann auch auf www.rix-filmkritiken.de vorbeischauen. Da habe ich das nämlich alles, was ich hier gerade gesagt habe, und auch noch etwas mehr in schriftlicher Form verfasst. Hier nur ein kleiner Einblick. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ciao. Guck mal, da hat der Lütte doch noch seine eigene Werbung mit reingebracht, das, was ich richtig klasse finde. Sehr schön. Vielen Dank, Paul, dass du für uns diesen Film geschaut hast. Und er klingt auf jeden Fall interessant. Ich weiß noch nicht, ob er uns alle in Scharen in die Kinos treiben wird. Ich fange mal bei Theresia an. Und um nicht zu vergessen zu haben, Pleasure oder Das Glück liegt im Himalaya, was wäre eher dein Favorit? Und welchen würdest du eher dir im Kino anschauen? Das ist jetzt aber echt die harte Nuss, muss ich sagen. Ja, ich muss investigativer werden. Das hat mir du letzte Woche vorgeworfen. Wie wär's mit Pleasure im Himalaya? Stimmt, ja. Ich weiß es nicht. Also es kann sein, dass ich mir beide Filme irgendwann mal anschauen werde, aber dann muss ich auch in der entsprechenden Stimmung dafür sein. Also ich glaube, ich brauche eine andere Stimmung für den Pleasure-Film als für den Himalaya-Film. Mal sehen, vielleicht erreiche ich diesen Zustand irgendwann mal. Okay, wir nehmen dich beim Wort. Wir kommen jetzt zu einem der zwei größeren Starts, die wahrscheinlich auch für unsere HörerInnen eher von Interesse sind. Wir kommen zu Spencer, ein Film, der vorab schon eine Menge Buzz kreiert hat, nämlich mit einer schon sehr viel gelobten Darstellung von Kristen Stewart, was ja jetzt nicht unbedingt bei vielen Twilight-Fans für Verwunderung sorgen sollte. Den Film haben Johnny und ich gesehen. Ich lustigerweise in einer Sneak Preview, in der nach der Einblendung der drei oder vier Filmförderungen Deutschlands, ich glaube, ungefähr 7 Leute das Kino verließen. Johnny und ich sind auf jeden Fall geblieben. Johnny, Spencer, magst du uns kurz einmal mitnehmen, worum geht's in Spencer? Yes. Es geht um Lady Diana. Die ist auf einem Weihnachtsausflug bzw. Weihnachtsfeier mit der ganzen königlichen Familie auf einem Anwesen und beschließt dort, bei allen psychischen Problemen, die sie mittlerweile hat, irgendwie aus diesem königlichen Gedingse rauszukommen, die Ehe zu ihrem Ehemann hinter sich zu lassen und sich zu emanzipieren und ihren eigenen Weg zu gehen. Darum geht's. Ja. Hast du richtig gut zusammengefasst. Ich habe gleich an dieser Stelle auch das erste Problem dieses Films oder was ich mit dem Film habe, nämlich das alles passiert ja hinter vermeintlich verschlossenen Türen und hat so diesen Touch von
trotz allem ist das, kann das alles so passiert sein. Und ich weiß nicht so recht, was mir der Film da eigentlich erzählen möchte. Denn es ist, finde ich, ein schmaler Grat zwischen Realität und Fiktion. Alles, was dort passiert sein könnte, könnte so passiert sein. Es kann auch nicht so passiert sein. Mir wird von der Darstellerseite her Diana, wie du schon richtig sagtest, ja, so ein bisschen als nicht nur psychisch angeschlagene, sondern eigentlich als unheimlich fragile Person präsentiert, die große Probleme mit der ganzen Situation hat. Also das kann man auch nicht im Konjunktiv sagen, sondern das ist tatsächlich so. Es ist ein vorherbestimmtes Leben, gipfelt in eine Szene, in der man sieht, dass ein kompletter Kleiderständer mit sämtlichen Kleidungsstücken für die 3 oder 4 Tage, die es sein soll, vorbestimmt ist. Das heißt, jedes Kleid ist zu einer gewissen Tageszeit zu tragen, jedes Outfit ist zu tragen. Ja, und ich sage jetzt mal, was mein Problem mit der Darstellung von Kristen Stewart war. Also es gibt Szenen, das sage ich vorweg, da guckt man rein und denkt, es ist eine sehr große Ähnlichkeit zu Lady Di. Das muss man wirklich sagen. Aber mir hat dieses permanent hysterische, dieses permanent am Rande des Nervenzusammenbruchs seiende, das war mir irgendwie in der Tonalität der Darstellung her ein bisschen zu over. Es war mir ein bisschen zu viel. Also mir fehlten da wirklich ein paar Nuancen. Man muss dazu sagen, Kristen Stewart ist nicht der einzige oder das einzig bekannte Gesicht. Es gibt dann noch Timothy Spall, den kennen unsere HörerInnen wahrscheinlich aus der Harry Potter-Reihe als Peter Pettigrew. Und ich finde sehr, sehr angenehm, mal in einer Nicht-Bösewicht-Rolle zu sehen, Sean Harris, das ist Solomon Lane aus den beiden letzten Mission Impossible-Filmen, der hier den Koch spielt und der so ein kleines oder so eine kleine Verbindung zu Diana aufzubauen scheint. Aber irgendwie macht für mich der Film daraus viel zu wenig. Und so, wie ich es schon sagte, so erzählerisch kann ich dem Film an sehr, sehr wenigen Stellen folgen und an sehr, sehr wenigen Stellen auch sagen, das hat mich gepackt und das hat mich interessiert. Der Film lebt auch sehr, sehr stark von seiner Hauptfigur Diana und von der Darstellung von Kristen Stewart, die, wie ich schon sagte, viel, viel Lob erfahren hat, die auch in sehr großen Gesprächen ist, was eine Oscar-Nominierung angeht. Da wir alle die Golden Globes natürlich verfolgt haben wie Sau, also ich persönlich gar nicht, ich weiß nicht, wer bei den Damen gewonnen hat, kann ich nicht mal sagen, ob sie nominiert war oder gewonnen hat. Ja, hat ihn aber nicht gewonnen, glaube ich, ne? Nee, Nicole Kidman für Being the Recorder. Das überrascht uns alle, Mensch, dass die Golden Globes mal jemanden per Namen nominieren und auch noch den Preis verleihen. Das ist ja eher selten der Fall in den letzten Jahren gewesen. Nur gut, nur schön. Auf der Autorenseite Steven Knight dabei, der ist uns allen in etwas schlechter Erinnerung, obwohl er das Screenplay zu Eastern Promises geschrieben hat. Der hat nämlich auch zu dem wahnsinnig kruden Genre-Mix-Film mit Matthew McConaughey, Serenity, den ihr vielleicht gesehen habt, mit Anne Hathaway auch zusammen. Da hat er das Drehbuch geschrieben. Er hat das zu Locke geschrieben, hat er den schönen deutschen Titel No Turning Back, der mit Tom Hardy, dieser Film, der ausschließlich im Auto von Tom Hardy spielt. Oh mein Gott. Ja, deswegen. Ja, und das sind so von den Leuten, die mitmachen, also Regie hat Pablo Larraín, den kannte ich vorher jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich finde den handwerklich auch nicht besonders toll inszeniert, aber ich könnte das alles noch verknusen, wenn mir das Erzählerische irgendwas geben würde. Und das hat bei mir irgendwie der Film gar nicht getan. Wie war es da bei dir? Ich fand ihn super. Ich habe dem auch 4 Sterne gegeben. Pablo Laurent kenne ich unter anderem als Regisseur von Jackie, über die Ehefrau von John F. Kennedy damals. Der war ja auch Oscar nominiert. Natalie Portman hat damals die Hauptrolle gespielt. Hier ist es jetzt halt diesen Kirsten Stewart und die Rolle der Lady Di. Und mark my words, sie wird den Oscar gewinnen. So, mark my words. Ich finde ihre Darstellung am Anfang ein bisschen zu drüber, ein bisschen zu sehr zugespielt. Man merkt es auch, sie ist da nicht so ganz die Rolle. Aber je länger der Film geht und je mehr sie sich in diese Rolle fallen lässt, desto besser hat es mir auch gefallen. Und desto mehr ist mir auch ihr Schicksal, was sie hat, und ihre innerliche Zerrissenheit an die Nieren gegangen. Also irgendwann, als sie sich dann auch selbst verletzt im Bad, das ging mir nah, wenn sie dann irgendwann komplett zusammenbricht und nicht mal zum Abendessen mit der angeheirateten Familie kann. Das fand ich auch übel.
Ne? Und wie das alles inszeniert ist, das ganze Schloss sieht, vor allem ihr Badezimmer sieht teilweise aus, als sei sie in der psychischen Psychiatrie oder in einem Gefängnis. Und es fühlt sich dann auch irgendwann an, wie ein luxuriöses Gefängnis, in dem sie gefangen ist und einfach nicht mehr raus kann und die Regeln beachten muss, wie ziehe das an, komm dann und dann zum Essen, geh dann Vögel schießen. Und sie leidet komplett drunter. Das kriegt Pablo Laurent für mich fantastisch hin, diese Zerrissenheit, diese Schwere der Situation zu übertragen. Visuell finde ich das toll. Es ist sehr ausgeblichen, das Bild. Und es könnte jetzt ein bisschen farbenfroh sein. Das ist es manchmal wegen den Kostümen, weil die sind echt toll gemacht. Aber ich mag diese Melancholie, diese Abgefucktheit, was eigentlich auch drunter liegt, obwohl alles eigentlich so Friede, Freude, Eierkuchen sein sollte. Und gerade das ist drin und sie ist halt mittendrin und dadurch wird alles zu einem Höllentrip für sie. Ich fand das ganz toll, super inszeniert. Bisher mein Film des Jahres, von dem, die ich gesehen habe. Ich habe so 25 schon gesehen aus diesem Jahr. Mein Liebster. Was ich ganz spannend gefunden hätte, und da hat mich der Film am Anfang so ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt, ich dachte, dass sämtliche Figuren, die man natürlich kennt, also die Queen, Prinz Philip, Prinz Charles, dass man die nicht richtig sehen wird. Und das ist in der ersten Sequenz, in der dieses, ja, ist es ein Abendessen? Ich glaube, ja. Da wird das so ein bisschen so angedeutet, als sei das ein großes Mysterium. Und da fand ich, diese Idee fand ich eigentlich ganz charmant und spannend. Man muss aber ehrlicherweise sagen, das kann man wirklich auch sagen, das wird nicht durchgezogen. Das heißt, man sieht natürlich Charles. Es gibt auch eine Szene zwischen Charles und Diana, die ich persönlich fast noch am besten fand, weil da auch klar wird, was. Also da wird Charles jetzt nicht komplett verteufelt, aber gleichzeitig ist eigentlich völlig klar, wer hier auf wessen Seiten unsere Sympathien sein sollen. Und die Queen selber, ich weiß nicht, wie es dir ging, man denkt kurz mal, oder man könnte auf den Gedanken kommen, dass sie so völlig gegen Diana ist, aber man hat so in gewissen kleinen Nuancen so immer das Gefühl, dass da auch so ein bisschen dieses so mitschwingt, ja, also du kannst es dir erlauben, du kannst halt mal nicht beim Essen erscheinen. Das und dafür, also man hat zumindest das Gefühl, ich hatte zumindest das Gefühl, den Eindruck, und mit meiner Mitgängerin ins Kino haben wir das auch danach besprochen, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, so ein gewisses Beneiden von Diana ist bei der Queen zumindest leicht angedeutet. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Johnny, aber ich habe das so ein bisschen gedacht. Ja, es gab eine Szene, wo sie genau nach dem Gespräch mit Charles nach draußen ging und dort war ja dann die Queen, ja, Elizabeth. Und weil sie auch andere Klamotten angehabt hat, als sie eigentlich sollte. Und die Queen hat ihr dann auch gesagt, ja, ich habe auch ganz gerne mal Sachen an, die nicht auf der Agenda stehen. Und sie hat sie quasi eigentlich bekräftigt darin, was sie tut. Was ich dann auch, also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass die Queen gegen sie ist, sondern sie auch in irgendeiner Weise mit dem, was sie da tut, es versteht oder nachempfinden kann. Den einzigen Bösen, den man im Film hat, wenn man das so sagen kann, den Antagonisten, das ist halt Charles. Also alles, was er tut, wie er sich gegenüber ihr verhält, man merkt auf jeden Fall, wie du gesagt hast, schon, wo die Sympathien sein sollen, wen du eigentlich unsympathisch finden sollst. Und ich finde, der Film schafft das auch, dass man nach Beendigung dieses Filmes den echten Prinz Charles auch ein bisschen weniger mag, als man ihn vorher vielleicht mag. Und das muss man dem Film auch wirklich, und das gebe ich dem Film auch, das muss man ihm lassen, dass er wirklich das ganz vernünftig schafft, dass er jetzt nicht eine Balance hält, aber das nicht so völlig klar mit dem Finger auf Charles gezeigt wird. So, das ist der Böse. Da gibt's ja noch die Figur dieses Alistair Gregory, das ist Timothy Spall, der dort neu auf der Bildfläche für Diana erscheint, der also auch ihr gleich suspekt ist und so ein bisschen den Oberkontrolleur macht, der dann auch eine sehr, sehr interessante Szene mit Diana hat, die aber für mich so ein bisschen ins Leere lief. Ich weiß nicht, ob wir die aus Gründen hier lieber nicht nennen, aber ich fand die Szene an sich, dachte ich so, ja, das ist ganz nett gespielt, aber ich habe mich dann gefragt, was soll diese Szene jetzt, wofür steht die, was soll die mir, welche Funktion hat die jetzt im Skript? Also, ja, er spielt halt so diesen mürrischen Hausherrn eigentlich und irgendwie am Anfang wirkt seine Rolle interessant, wird aber zunehmend uninteressanter, wenn man weiß, wie die Rolle tickt. Und deswegen hat diese Szene, die du meinst, auch am Ende nicht so wirklich eingeschlagen, wie sie sollte. Da haben die Szenen mit Sean Harris,
Besonders eine Szene, wo sie dann nach unten zum Koch geht und mit ihm unter vier Augen redet, viel mehr funktioniert, weil seine Rolle nicht so dechiffrierbar war, ja, weil er ja nur der Koch ist. Und das hat mehr funktioniert, als, also besser funktioniert als die Szene mit Timothy Spall. Und ich meine, der kann fantastisch spielen, das hat er gezeigt in Mr. Turner, den wahrscheinlich keiner von euch kennt, aber hier spielt er, wie ich finde, okay, aber hinter seinen Möglichkeiten leider. Und dass das auch funktioniert, ne? Deswegen ist sind diese Szenen, diese Key-Szenen, die mit ihm drin sind, auch weniger, haben auch weniger Impact. Da habe ich auf jeden Fall bei dir. Wer natürlich wie immer grandios ist, ist Sally Hawkins, die eine Bedienstete spielt, die sehr, sehr enge Verbindung zu Diana hat, die dann kurzzeitig von diesen Festivitäten abkommandiert wird, aber dann aufgrund der Situation, die immer weiter zu, ja, eskalieren oder zu, die so ein bisschen derangiert wirkt, da wird sie wieder zurückgeholt, diese Figur Maggie, und die tut dem Film sichtlich gut, die dann auch so ein bisschen eine neue Facette noch reinbringt. Definitiv, da muss ich auch wirklich was zu sagen, und da muss ich jetzt hier mal wirklich ein bisschen wütender werden. Der Film ist ja ein großer Oscar-Kandidat für den März. Kirsten Stewart, Kostüm, Make-up, all das, was da irgendwie rumläuft. Warum um alles in der Welt ist Sally Hawkins nicht in den Gesprächen für die beste Nebenrolle? Das verstehe ich nicht. Sie ist wirklich neben Kirsten Stewart der beste schauspielerische Leistung im Film, und sie trägt jede Szene mit ihr und nimmt und spielt fast Kirsten Stewart sogar an die Wand in ihren Szenen. Also allein diese Szene am Strand ist der Wahnsinn und gehört für mich zu einer der besten Stellen im Film. Ich verstehe es nicht. Sie ist wirklich eines der wichtigsten Punkte im Film und eines dieser Dinge, die nach dem Verlassen des Kinosaals oder nachdem man den Film in einem Screener gesehen hat, am längsten nachhalt, finde ich. Alle Szenen mit ihr und Kirsten Stewart zusammen. Deswegen verstehe ich das nicht. Also sie ist sensationell und eigentlich definitiv Oscar-worthy. Ja, das kann ich so unterschreiben. Also ihr merkt, Spencer, für Filmfans der neigten Biopics oder nicht des vielleicht nicht traditionellsten Biopics, da können wir schon eine Empfehlung aussprechen. Erwartet vielleicht nicht den großen Wurf, aber ansonsten, Johnny hat ja richtig gut gefallen. Mir hat er so, ich ordne ihn so bei 3 von 5 ein. Und dementsprechend, wenn ihr einen der beiden großen Filme diese Woche guckt, dann könnt ihr euch Spencer auf jeden Fall mal geben. Sehr schön. Stu, Mr. Turner, sagt der Film dir was? Ja, den fand ich sehr großartig. Das war ein visuell sehr ansprechender Film, auch toll gespielt und dramaturgisch auch 1A. Sollte man sich angucken. Toller Film. Definitiv. Der ist aber auch ein bisschen lang. Also man muss ein bisschen Sitzfleisch mitnehmen. Der geht so 3 Stunden knapp. Und Theresia, wirst du Spencer dir auch noch im Kino geben? Wie schaut's aus? Im Kino glaube ich jetzt vielleicht nicht, aber ich würde den schon gern sehen, weil kann mich erinnern, ich habe ganz früher, gab schon immer so Verfilmungen vom Leben von Lady Diana und habe da die ein oder andere auch gesehen. Und ich glaube, das wird schon interessant, weil das halt wirklich so von der Geschichte her, würde ich jetzt mal sagen, so der Knackpunkt und der Wendepunkt in ihrem Leben dann eben darstellt, wo sie sich dann eben von der Königin-Familie abnabelt. Von daher glaube ich, ist es eigentlich eine spannende Stelle. Aber ja, wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt im Kino, aber bestimmt so zu Hause irgendwann mal. Oh. Apropos abnabeln, sie nabelt sich auch definitiv von ihrem von dem, was sie immer anhängt, mit diesem Twilight und so, auch absolut ab. Also wer nach diesem Film irgendwie noch daherkommt und sagt, oh, das war die aus Twilight, tut mir leid, geht weg. Also sie noch auf diese Rolle zu reduzieren, ist nach Spencer oder nach Personal Shopper oder alles, was sie gemacht hat, absoluter Quatsch. Also die kann richtig gut spielen, das zeigt sie hier auch. Ja, und ich muss, Theresia, also ich kann dir komplett zustimmen, dass man den, finde ich, auch nicht im Kino gesehen haben müsste. Also ich würde den mir auch zu Hause anschauen und dann wirkt der vielleicht noch ein bisschen besser. Letzter Kritikpunkt meinerseits, eine ganz schlechte Synchronisation. Also ich konnte ihn leider nicht im Original sehen in der Sneak und ich fand das ganz, ganz furchtbar, weil es wirkt so wie früher bei Sledgehammer, falls das jemand der HörerInnen auch noch kennt. Das heißt, es ist so, die Figuren machen was, man hört keine Töne von dem und auf einmal sprechen sie. Und das ist wirklich ein letzter und kleiner Kritikpunkt. Also da bitte auch generell natürlich gerne gesehen in die Originalspur schalten. Und also gibt es denn wenigstens eine Szene, in der Prinzessin Diana in die Kamera guckt und sagt, nein, leider nicht. Leider nicht. Das würde den Film wahrscheinlich noch bei mir auf eine 3,5 schiefen, aber leider nicht. Leider nicht. Ich hatte dieses Sledgehammer-Vibes, aber nur aufgrund der schlechten Synchro.
Okay. Ich hatte das zum Glück nicht, ich habe ihn auf Englisch geguckt, aber ja, der Film funktioniert zu Hause besser, ich habe ihn ja in dem Screener gesehen, abends sogar im Bett, so um 1 Uhr nachts, und der funktioniert richtig gut zu Hause auch. Also gerade, ich finde zu Hause auch noch ein Stück besser, weil du dich da locker entspannt zurücklehnen kannst und diese Geschichte entspannter auf dich wirken lässt als im Kino. Wunderbar. Johnny, an dieser Stelle verabschieden wir uns schon mal von dir. Wir werden nämlich gleich in den Scream-Talk gehen. Und wir sagen alle aber vielen, vielen Dank, dass du uns so viel oder so viel für unsere HörerInnen und für diese Show gesehen hast. Ja, und beehr uns bald mal wieder. Immer gerne. Tschüss, tschüss. Ciao. Tschüss. So, wir haben den Johnny verabschiedet. Das ist keine böse Absicht gewesen, aber wir reden jetzt ja über einen der, wie ich finde, schon zum Anfang des Jahres sehr, sehr heiß erwarteten Filme des Jahres, zumindest für Horrorfans, nämlich über den neuesten Teil von Scream, den ersten Teil, der nicht unter der Regie von Wes Craven entstanden ist. Ja, und um uns so ein bisschen lecker zu machen, haben wir ein bisschen was vorbereitet. Wenn ich wir sage, ist das Anmaßung hoch 15, denn der Stu hat was Schönes für uns vorbereitet. Alles begann 1996 mit einem Telefonklingeln. Hallo? Hallo? Wer ist da? Sag mir deinen Namen und ich sag dir meinen. Lassen wir das lieber, ja? Was ist das für ein Geräusch? Popcorn. Du machst Popcorn? Aha, ich sehe mir gleich ein Video an. Ja? Was wir hier eben hörten, war der Beginn von Scream. Teutonengerecht hierzulande als Scream, Schrei betitelt, sorgte der Horrorfilm Ende der 90er Jahre nicht nur für eine Mainstream-Wiederbelebung des Slasher-Subgenres, es war auch der Startschuss für die Horrorreihe, deren fünfter Teil am 13. Januar 2022 in den deutschen Kinos startet. Herausgekommen dabei ist ein Klassiker des Genres, der sich über Stilmittel, Tropen, Klischees und Stereotypen des Slasher-Films lustig macht, sie parallel auf die ein oder andere Art selbst bedient, ohne sie zu sehr der Lächerlichkeit preiszugeben. Und trotz allem positionierte jeder Scream-Film für sich als spannungsgeladener Horrorfilm. Zu verdanken ist das vor allem zwei Männern, die für die Reihe essentiell wichtig sind bzw. waren. Zum einen wäre da Kevin Williams. Für den Genre-Fan und Drehbuchautor war das Scream-Skript ein überraschender Durchbruch und bis heute gilt Williamson als einer der erfolgreichsten Autoren Hollywoods, der neben Scream auch die Kultserie Dawson's Creek erschuf und seitdem auch im Fernsehbereich Erfolge wie aber auch Misserfolge verbuchen konnte. Nummer 2 ist Regisseur Wes Craven. Scream beförderte den Filmemacher damals aus einem Karrieretief heraus und zeigte der Filmwelt erneut, warum er neben Carpenter und Cronenberg zu den besten, wichtigsten und einflussreichsten Horrorregisseuren Nordamerikas gehörte. Scream reiht sich in Cravens Film wieder ein neben Werken wie Last House on the Left, Nightmare on Elm Street oder Das Haus der Vergessenen. Dass gerade ein Horror-Altmeister wie Craven sich um eine filmische Huldigung sowie Dekonstruktion des Slasher-Genres bemüht, ist nicht wirklich überraschend. Bereits 1994 mit Freddy's New Nightmare lieferte er Meta-Horror ab, der für damalige Verhältnisse regelrecht innovativ wirkte, auch wenn sogenannte Meta-Filme natürlich schon lange zuvor existierten. Aber so richtig ins popkulturelle Bewusstsein gelangten sie eben erst mit Scream. Nach 3 Sequels, alle von Craven inszeniert, einer MPV-Serie und Cravens Tod 2015, galt die Reihe einige Zeit lang als erledigt. Aber Genrefans wissen natürlich, dass in Horrorfilmen nichts wirklich für immer tot bleibt. Und so steht nun der fünfte Teil an, den Paramount schlicht und einfach Scream betitelt hat. Für die Regie verantwortlich ist diesmal ein Duo, Matt Bettinelli-Olpen und Tyler Gillette. Das Duo machte sich mit der Horrorkomödie Ready or Not einen Namen und ob man diesen Film jetzt mochte oder nicht, die Last auf den Schultern der beiden Regisseure sollte niemand kleinreden. Es wird wohl sehr genau darauf geschaut, wie sie die Scream-Reihe weiterführen werden. Im Vorfeld wurde bereits propagiert, dass man sich in Teil 5 mit der Meta-Ware zurückhalten will. Ob das stimmt und wie gut oder schlecht der neue Film ist, das besprechen wir jetzt beim Telestammtisch. Zuvor hätten wir da aber noch eine kleine Frage. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Vielen Dank, Stu, für diesen sensationellen Einstimmer für Scream. Dürfen wir eigentlich 5 sagen? Also ich würde ihn, glaube ich, immer als Scream 5 bezeichnen. Ich weiß, der erste Teil heißt halt Scream Schrei in Deutschland, aber wer nennt den so? Also mich ist das ganz klar Scream 5. Ja, wir bleiben einfach dabei, Theresia, oder? Ja. Ja. Sag mal, ich weiß ja schon ein bisschen über Stus Zugang zu Scream. Wie bist du denn mit der Reihe in Anführungsstrichen groß geworden? Wie stehst du zur Reihe?
Also ich kenne sie auch, muss ich zugeben, sehr gut. Also ich habe die ersten drei Teile öfters oder mehrmals gesehen, also zwar nicht im Kino, sondern auch immer nur zu Hause. Ich habe auch den Teil 4 jetzt nur einmal bis dato gesehen. Aber ich mag die Filmreihe. Also ich bin jetzt nicht so der große Horrorfilm-Fan, aber keine Ahnung, warum mich die irgendwie immer noch reizt. Ja. Das ist bei mir gibt es eine etwas speziellere Geschichte, aber du bist ja, also ich glaube, ein großer Freund vor allem des ersten Teils. Ja, also ich meine, mein Spitzname Stu kommt aus dem ersten Scream tatsächlich, und für mich ist diese Reihe, also ich muss halt nur diese Maske sehen und es umschleicht mich so ein wohliger Schauer des damals. Also ich bin da schon sehr großer Fan irgendwie. Also ich verbinde sehr schöne Erinnerungen mit der ganzen Reihe und war dementsprechend auch sehr gespannt, aber hatte auch ein bisschen Schiss jetzt vor dem neuen Teil. Denn wie gesagt, das ist der erste ohne Gespräch. Das ist auch so ein bisschen mein Problem, beziehungsweise meine große Herausforderung, vor der ich stehe. Denn ich bin, so bescheuert das klingt, der Film ist ja nun von 1996 und kam, glaube ich, aber ein Jahr später fast bei uns in Deutschland, nämlich 1997 erst in die Kinos. Und dann hatten wir früher noch übliche Verleihfenster, die ein bisschen üppiger und ein bisschen länger waren. Ich habe den Film zum allerersten Mal auf VHS zu Hause gesehen. Ich auch. Als Sicherung. Ich tatsächlich richtig aus der Videotheke ausgeliehen für 8 Mark. Und mein Bruder und ich haben uns sein Zimmer, haben Decken vor die Fenster gespannt, damit es schön dunkel ist. Und dann haben wir 97, 98 dürfte es gewesen sein, dann muss ich so 13, 14 gewesen sein, also natürlich viel zu jung, aber ich habe ja auch den Terminator Teil 2 mit 8 gesehen, also was soll mir das schon anhaben, dieser Film. Und ich muss sagen, das ist so meine allererste richtige Slasher-Begegnung gewesen. Ich kannte zwar diese Halloween-Filme immer so ein bisschen aus dem TV, dass ich da mal reingesappt habe, aber es war für mich eigentlich der erste richtige Horrorfilm, den ich gesehen habe. Und ich muss es ja, im Nachhinein kann man das ja nach 25 Jahren auch so schön übertreiben und sagen, es hätte ja nicht besser kommen können als mit Scream. Es ist nach wie vor mein Lieblingsfilm im Genre. Ja, also bei mir ist es ähnlich, weil außer dass ich vielleicht 2, 3 Jahre älter war als du, und ich verbinde eben damit auch so Abende mit Freunden, mit großen Pepsi-Flaschen und billigen Chips vom Discounter, und dann wurde halt Scream geguckt, und ich weiß auch noch, dass wir irgendwann auf den Trichter kamen, hey, es gibt ja noch eine Uncut-Fassung, und was haben wir alles unternommen, um an diese Uncut-Fassung zu kommen. Mittlerweile sind ja alle Filme Uncut ab 16, und so viel sei gesagt, ich finde, dass der neue Teil diese FSK 16-Freigabe sehr gut ausnutzt. Ist also, ich habe mit der Theresa gerade eben schon ein bisschen privat drüber geschnackt. Der ist ziemlich brutal, und vor 10, 15 Jahren wäre das ein ganz klarer FSK 18-Kandidat. Okay. Ja, ich habe leider nicht so diese Kindheitserinnerungen wie ihr. Ich habe die halt alle, glaube ich, ziemlich erst später gesehen, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie mich vor den Film gefürchtet hätte, aber ich habe leider nicht so diese Kindheitserinnerungen an den Film wie ihr, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich mag die Filmreihe auch sehr gerne. In Bayern kommt man halt schon erwachsen auf so die Welt. Ja. Das ist halt leider so. Wir überspringen einfach die unwichtigen Sachen. Schauen Sie, es geht auch nicht um Altersvergaben, es geht um den Film. Welche Qualitäten machen denn neben, also du hast ja schon gesagt, die Maske ist ähnlich bei mir, diese Maske ist, wie ich finde, legendär und gab ja große Schwierigkeiten damals noch, weil so viele beim Produktionsstudio mit dieser Maske überhaupt nichts anfangen konnten, ebenso mit dem Filmtitel. Zuerst sollte der Film ja lustigerweise Scary Movie heißen, ein Film, den dann wenige Jahre später die Parodie dieses Films tragen sollte. Und wo wir vorhin bei Altersfreigaben waren, der Film hatte richtig große Probleme, eine Altersfreigabe in Amerika zu bekommen, bis sich Bob Weinstein, das ist der Bruder von Harvey mit den Scherenhänden, den berühmt-berüchtigten mittlerweile, und der quasi die MPAA, die Freigabebehörde der amerikanischen Filmwissenschaft, ihn quasi sagte, schaut euch das bitte doch nicht als Horrorfilm, sondern eher so als Komödie an oder als Satire. Und zack, hatte der Film doch sein R-Rating. Und aus heutiger Sicht, und wir haben da vorhin schon drüber gesprochen im Teil über die anderen Filme, bei Pleasure war es, glaube ich, die Altersfreigabe Amerika ist, was Gewalt angeht, sehr, sehr skurril, und das ist bei Scream auch der Fall. Ich finde nach wie vor, dass auch der Film eine 18er-Freigabe, der erste Teil, haben könnte. Der zweite Teil hat sie, glaube ich, im Laufe der Jahre zwar auch verloren, aber hat sie auch definitiv verdient, und der dritte und der vierte waren hier von Anfang an ab 16 freigegeben. Ich muss ehrlicherweise sagen,
Was ich ja. Weil ich mal vor ein paar Jahren mir die Frage gestellt habe, ob nicht der zweite Teil sogar besser ist als der erste, muss ich das doch im Nachhinein für mich klar beantworten mit: Nee, das ist er tatsächlich nicht. Wie ist es bei euch? Also der zweite, den habe ich auch ins Herz geschlossen, weil den habe ich halt damals im Kino geguckt und ich war damals der coolste Typ in der Siedlung, weil ich halt den im Kino geguckt habe und alle anderen mussten halt warten, bis er auf VHS rauskam. Aber der erste ist einfach unerreicht. Also der hat zum einen noch dieses Frische, ja, auch heute noch, und er ist halt auch unglaublich spannend. Und der zweite, der funktioniert als Sequel und der ist auch natürlich total Meta. Ich hab's aber dem zweiten nie so ganz verziehen, dass da eine von mir sehr geliebte Figur drauf geht. Wenn ich haben wir gerade vorher auch schon drüber gesprochen, ja, da sind wir uns auch einig. Ja, das kann ich verstehen. Das macht mir auch den Film im Nachhinein deutlich kaputter, als ich es zuerst angenommen habe. Und was mich immer ein bisschen rausgebracht hat, war die Musik, denn Marco Beltrami, der Komponist, hat sich da den Score von Operation Broken Arrow von Hans Zimmer ein bisschen geliehen. Und dieses, ich glaube, ihr kennt dieses Gitarreneinspiel. Mhm. Ich habe dann immer wieder die Assoziation gehabt, das ist doch aber aus Broken Arrow. Das könnt ihr doch jetzt nicht hier verwenden. Wobei, das habe ich auch mit Therese heute schon besprochen. Wir haben, wie gesagt, schon intern sehr viel über den Film geredet. Es gibt halt im fünften Teil auch so eine richtig schöne Sequenz, wo sich zwei Figuren seit langer Zeit wiedersehen und dann kommt halt wirklich dieser Scream-Soundtrack. Und also ich hatte da wirklich Wohlfühlgänsehaut und fand ja, das ganz toll. Ich hatte, toll. Wie gesagt, auch gehofft, dass eben, dass ich diese Töne, diesen Klang vernehme, weil ich den halt aus den anderen Teilen eben kenne und halt auch das mit der Filmreihe verbinde. Von daher war das auch so, ach ja, schön. Ja. Ja, also wir spielen ja mit offenen Karten. Ihr seid ja die beiden, ihr wart in der Pressevorführung. Ich konnte leider nicht an der Pressevorführung teilnehmen. Deswegen bin ich heute so ein bisschen. Du hast ja, mich natürlich getraut, ich hatte ein bisschen was in der Buchse drin und hab mich einfach vorher schon eingenässt. Ja. So wie Dewey aus Scary Movie natürlich. Völlig klar. Deswegen ist natürlich für mich immer so ein bisschen mehr Neugierde als Fachkompetenz da. Deswegen natürlich die erste Frage, die heutzutage sein muss, bei einer späten Fortsetzung, knapp 10 Jahre nach Teil 4, der ja auch schon 8 Jahre nach Teil 3 kam. Wie ist denn das mit diesem Nostalgie-Ding? Ist das so wie bei Ghostbusters Legacy oder Afterlife, je nachdem, wie man ihn nennen möchte? Ist das also ein wohliges Bett der Nostalgie? Oder ist es ein bisschen so wie bei den sonstigen Nostalgie-Brettern, ich spreche mit dir, Matrix Resurrections, dass man da sitzt und denkt, ach Leute, jetzt ist aber auch gut. Wer möchte von euch beiden? Okay. Ladies first. Also, er hat, würde ich schon sagen, sehr viele Anspielungen auf den ersten Teil. Also ich meine, er spielt eben wirklich wieder in Woodsboro und man hat trotzdem auch sehr viele Verbindungen und sehr viele Sachen, die man eben auch aus den anderen Filmen schon kennt. Mir hat es gefallen, diese Erinnerungen, sage ich jetzt, an den ersten Teil, und ich fand es jetzt auch nicht too much. Also ich finde, sie haben das ganz gut gemacht und es nicht so überladen mit eben Nostalgie. Stewie? Ja, also er ist natürlich nostalgisch, aber er ist auf gar keinen Fall jetzt in dieser Reichweite wie jetzt ein Ghostbusters Legacy. Ich finde, er spielt sehr gut mit der Nostalgie, aber ganz ehrlich, ich meine, wenn man die ganzen Geschichten von Scream 1 bis 5 zusammenfasst, geht es darum, maskierter Killer massakriert Teenager. Ja. Und das ist halt auch im fünften Teil so. Und nur weil jetzt hier wieder dieselbe Maske ist, ist das nicht durchgängig nostalgisch. Es gibt Anspielungen, aber auch damit wird, wie gesagt, gespielt. Und ich finde, sie haben ein paar sehr interessante Kniffe drauf, um so ein bisschen den Leuten, die jetzt nur da sitzen und sagen, okay, ich will jetzt erinnert werden an die gute alte Zeit, schon so ein bisschen die lange Nase zeigen. Ja, mit jedem Satz, den ihr sprecht, huckt ihr mich natürlich mehr in diesen Film rein. Gleichzeitig haben wir vorab schon abgemacht, und das müssen wir unseren HörerInnen natürlich auch sagen, wir werden hier komplett spoilerfrei bleiben oder es zumindest versuchen. Das heißt, auch eine kurze Inhaltszusammenfassung, darauf verzichten wir an dieser Stelle. Ich würde... Maskierter Killer. Trifft ganz gut. Also was willst du da noch mehr zusammenfassen, ja? Also es ist dann doch nur more of the same, um mal so ein bisschen nitpicky zu werden, oder wie ist das?
kann man so sehen. Und ganz ehrlich, es gibt ja auch durchaus die Leute, die so Scream so von oben herab betrachten und sagen, ja, das ist doch jetzt wirklich nicht innovativ oder kreativ. Und die werden da auch wieder genügend also Munition haben, um dagegen zu schießen. Ich für meinen Teil, der ja auch durchaus mit diesem Genre was anfangen kann, sehe da ganz, ganz viel, was da drin steckt. Aber ganz, es ist ganz, ganz ehrlich, Scream 5 wird Leute, die mit Slasher-Filmen nichts anfangen können, nicht bekehren. Das ist jetzt schon klar. Okay. Und einhergehend mit der Kritik und dieser in Anführungsstrichen wenig innovativen Geschichte, jetzt hattet ihr selber beide schon gesagt, der Film ist relativ brutal, relativ hart. Der Vorwurf, der ja gerne Ghostface gemacht wird, er läuft halt mit dem Messer rum und dementsprechend ist die Kreativität bei den Kills auch leicht begrenzt. Ohne zu spoilern, wenn ihr könnt, aber ist es bei Scream 5 ähnlich gelagert oder wie schaut's da aus, Theresia? Nee, also ich bin schon auf sein Hauptwerkzeug, sage ich jetzt mal, beschränkt, aber die Art und Weise, wie es einsetzt, ist jetzt, wird schon etwas ausgebaut oder ein bisschen neu betrachtet, würde ich jetzt mal so behaupten, ohne jetzt viel zu viel zu verraten zu wollen. Es kommt ja auch immer darauf an, wie man es genau einsetzt. Also ich weiß, beim allerersten Teil, der Kill bei Drew Barrymore, Casey Becker, wenn er sie einholt und dann sticht er sie so mitten ins Herz, ja, das ist echt hart. Das ist als unschön anzugucken. Und solche Sachen hast du halt auch im fünften Scream hin und wieder. Also der holt jetzt nicht die Kettensäge raus wie Michael Myers, das nicht. Bitte nicht falsch, ne? Also, aber trotzdem, da sind schon echt ein paar garstige Sachen dabei, wo einem dann auch wirklich das Opfer leid tut. Also ist jetzt nicht so, dass ich da gesessen habe und gejubelt habe, ja, bring ihn oder sie um. Mir taten die Opfer meistens wirklich leid. Weil es wirklich sehr hart. War schon echt übel, ja. Also, es klingt immer so gemein, aber das ist das, was ich von Scream mir erhofft habe und erwartet habe. Nun hat mich so ein bisschen rausgebracht, das, was du auch im Einspieler schon sagte, dass die beiden Macher von Ready or Not mit dabei sind und gesagt haben, wir wollen den Meta-Faktor ein bisschen runterdrehen. Tut das denn der Film? Gut, da kann ich gleich eine Warnung geben. Das ist Meta as get oder wie immer das heißt. Also das ist wirklich ein Meta-Fest, aber ein gutes Meta-Fest. Nicht falsch verstehen, ein gutes Mittagfest. Das klingt schon mal gut. Ähnlich empfunden so, Theresia? Oder sagst du, ja, nee, war mir doch ein bisschen too much? Nee, es ging. Also es gab eine Szene, da war es wir eher so zum Schluss hin. Ich glaube, du, ich habe dir vorher erzählt, welche Szene ich meinte. Das war wirklich sehr viel Meta auf einmal, aber es war in Ordnung. Ja, wie gesagt, es ist nicht übertrieben. Man versteht auch diese ganzen Meta-Ebenen und es ist ja, es gibt ja dann in diesem Scream-Film ja noch diese eigenen Filme, diese Step-Filme, die kommen natürlich auch immer, werden natürlich auch über die Filme geredet und da hast du natürlich von vornherein eben diese Meta-Ebene, dass es ja dann den Film im Film gibt. Was sie halt eben auch gut behandeln, ist, dass heutzutage diese, ich nenne sie mal popkulturelle Horrorfilmkultur, ja nicht nur aus diesen Jumpscare-Festen oder Slasher-Filmen besteht, sondern du hast ja auch wirklich auch mittlerweile Horrorfilme wie die Sachen von Jordan Peele oder der Babadook oder Midsommar, die ja psychologisch auch sehr tief gehen. Und ich glaube, eine der Figuren sagt irgendwie sowas, mittlerweile gibt es nur zwei Arten von Horrorfilmen. Das eine ist Jumpscare-Fest, das andere ist Therapiesitzung. Und das wird auch behandelt. Und auch, also letztes Jahr lief ja der zweite Halloween, also der Halloween Kills und ich fand den persönlich ja total scheiße. Und Halloween, der vor 2018, ist ja auch so eine Art Reboot-Sequel, ein Requel und das wird auch behandelt. Und ich finde, dass Scream 5 wirklich einen sehr hervorragenden Kommentar abgibt zur aktuellen ja Hollywood-Horrorfilmkultur. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Jetzt haben wir ja so eine schöne Mischung. Wir haben natürlich die alten Gesichter um Neve Campbell, um Courtney Cox und David Arquette dabei. Und wir haben einen relativ unverbrauchten, frischen neuen Cast. Nehmen wir erstmal die drei alten Hasen, die wir so auf den schnellen Blick haben. Ist Sidney Prescott nach wie vor, wie ich finde, im ersten Teil ist ja eine wahnsinnig stark geschriebenes Opfer, nämlich sie ist kein Opfer, sie ist fähig dazu, sich fast selbst zu verteidigen, sie hat einfach gut Fleisch, also im Sinne von, sie ist eine wirkliche Figur, die auch Tiefe hat und man leidet mit ihr mit, wenn sie in Gefahr ist. Wie ist denn das jetzt im neuen Scream? Ist es einfach nur, mittlerweile ist sie ähnlich wie Jamie Lee Curtis in Halloween und Halloween Kills, ist sie so badass mittlerweile durch ihre Erfahrung, dass man schon ein bisschen dazu neigt zu sagen, Mensch, das ist ein bisschen übertrieben? Oder ist es die Sidney Prescott, die wir alle lieben und erwarten?
Ladies first, Theresia, wie stehst du zu Sydney Campbell im neuen Film? Ich mochte es, wie die drei Figuren eingeführt worden sind, weil die sich ziemlich, würde ich jetzt mal behaupten, nicht so in den Vordergrund drängeln und schon der Jugend jetzt den Vortritt lassen. Nave Campbell jetzt so zu sehen wie Linda Hamilton irgendwie in einem Terminator-Film kann ich irgendwie gar nicht. Also das ist eher, würde ich jetzt mal behaupten, das ist das genaue Gegenteil. Aber natürlich zum Ende hin sind die natürlich als Unterstützung auch da, aber sie lassen durchaus der Jugend den Vortritt. Ja, also das war meine große Angst, dass Sidney Prescott so eine Art Figur wird, die dann plötzlich da steht und sagt, ja, wie du leben willst. So ist es nicht. Ich war tatsächlich überrascht, wie lange es dauert, bis die wirklich in die Geschichte integriert werden. Und sie sind wichtig, aber wie Theresa schon sagte, die Jugend steht im Zentrum. Und man merkt Sidney Prescott schon an, dass sie ein alter Hase ist und sie macht auch ein paar Sachen, die ich wirklich gefeiert habe. Aber wer jetzt Scream 5 guckt und hofft, dass das so ein Revival-Festival wird, wo die ganze Zeit Huey, Gail, Weathers und Sidney da im Fokus stehen, das ist es ganz und gar nicht. Und von den neuen Figuren, wer spielt sich da denn in den Vordergrund? Oder ist es so, dass es wirklich nur Teenies sind, wo man sagt, so die als nächstes und dann der und dann die oder wie ist das? Also da muss ich sagen, es gibt natürlich so das Fallobst, also Figuren, die, wo man schon merkt, okay, die sind geschrieben worden, damit sie halt sterben, aber die meisten davon sind zumindest so weit funktionell, dass halt eben, wenn sie dann sterben, dass es einem auch irgendwie leid tut, weil es eben auch teilweise sehr brutal ist. Ein paar Figuren, gerade wenn es so um den Bereich so Film-Nerdtum geht, sind vielleicht ein bisschen arg drüber, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, unser geliebter Randy Meeks aus den alten Scream-Filmen war das auch. Ja, und von daher finde ich, ist das auch absolut okay und ich will jetzt hier nicht sagen, wen ich toll oder wen ich nicht so toll fand, das wäre dann auch schon ein bisschen gespoilert, aber insgesamt war ich doch sehr zufrieden damit. Ich habe eine Szene im Kopf, da gibt's eben, also da habe ich so Erinnerungen eben an die Rolle Randy Meeks gehabt, weil ich gedacht habe, okay, sie, also die Person soll eben jetzt so ein bisschen, glaube ich, den Randy Meeks dieses Films verkörpern und das fand ich aber auch ganz gut, muss ich sagen. Ja, ich mochte eigentlich auch die Schauspielleistungen von den anderen Charakteren. Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht zu sehr da auf jemanden eingehen, um eben nichts zu verraten. Ohne jetzt, oh, ich laufe jetzt Gefahr, dass wir nicht in den Spoilerteil gehen, aber dass ich zumindest was erfrage, was ich gar nicht wissen will. Aber ich muss es fragen. Wie überzeugend ist denn die Auflösung des Ganzen? Ist es so, dass man da sitzt und denkt, ach komm. Oder ist es so wie bei Teil 1 und 2, dass man da sitzt und denkt, ja, okay, kaufe ich. Also da muss ich gleich sagen, also die Auflösung Teil 1 war damals für mich wirklich so, wow, da habe ich nicht mit gerechnet, weil es halt damals noch ja was Frisches war, dass da eben, Achtung, Spoiler, Teil 1, richtig, 2 genau, ganz wichtig. Hat, ne? Das war aber schon bei Teil 2 jetzt nicht mehr so. Und wenn man ganz ehrlich ist, Achtung, Spoiler zu Teil 2, dass sie da dann plötzlich irgendwie Billy Loomis Mutter hervorgeholt haben, war dann jetzt auch nicht so. Aber das gehört ja auch irgendwie diesem Slasher-Genre dazu. Ne? Ich finde auch ganz ehrlich, dass man beim Scream immer merkt, das haben die nicht gemacht, weil denen nichts eingefallen ist, sondern das kann man auch durchaus als Kommentar sehen. Und so ist das auch beim fünften Teil. Ich will mich jetzt hier nicht als Superkommissar hinstellen, aber bei der einen Figur habe ich es relativ früh geahnt und hatte da auch recht. Bei den fünf anderen Killern, die es dann gibt, lag ich dann hingegen falsch. Und ich will auch ehrlich sein, die Auflösung ist halt, ja komm, das ist Humbug. Ist halt wieder so dieses typische, ich habe mir gestern Eier gemacht und in einem waren zwei Dotter drin, deswegen bin ich jetzt ein Killer. Ne? Aber auch, wie gesagt, das gehört dazu. Das kann man natürlich scheiße finden, aber wenn man, wie gesagt, so ein Herz fürs Genre hat, dann merkt man, glaube ich, auch, was damit eigentlich ausgesagt wird. Nämlich diese Dekonstruktion und gleichzeitig eben auch Huldigung dieses Subgenres. Ja, also bei mir hat die Auflösung auch etwas Ungläubigkeit und Kopfschütteln hervorgerufen. Also ich hatte halt den Gedanken, wo es hingeht oder wie die Auflösung ist, nachdem man dann eben wusste, wer aller der Killer ist.
Und haben mir dann gedacht, okay, was könnte das Motiv sein? Ich dachte, es geht in eine andere Richtung oder habe mir gedacht, es lauscht halt auf irgendwas hin und war halt dann eben nicht so. Aber ja, das kann ich dem Film verzeihen. Das höre ich gern. Das ist nämlich der große Punkt, finde ich, der so ab Scream 2 so ein bisschen mein kleines Wermutströpfchen mit dieser Reihe ist, dass man da noch manchmal sitzt und denkt, okay, genauso, ne, nochmal Spoiler zu Scream 2, dass man da dann eine Figur einführt im Film, die etwas anderes vorgibt zu sein, als sie es ist, nämlich ja, so eine, ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, ist sie so eine Konkurrentin von Gail oder ist sie irgendwie, ja, so eine. Ja, sie ist die Tarnziel, genau, als Journalistin. Und irgendwie ist es, ich werde ihn hoffentlich noch vorher einmal rewatchen, nämlich gleich, wenn wir dieses wunderbare Gespräch beendet haben, und werde nochmal verstärkt darauf achten, ob mich das diesmal ein bisschen mehr überzeugt. Und der Reveal von Timothy Olyphant übrigens, den wir in Scream 2 sehen und mittlerweile auch ein relativ großer Star geworden ist, gerade so im Serienbereich. Ich weiß noch, dass ich damals sagte, okay, das ist jetzt eigentlich so das, was ich vielleicht in Teil 1 erwartet hätte, da es nicht bekommen habe. Und da hatte sich dann Kevin Williamson das für Teil 2 aufgespart. Naja, ich kann ja nur schon mal ein Kompliment an meine beiden InterviewpartnerInnen sagen. Ich bin richtig heiß auf den Film. Seid ihr schon bereit für eine Bewertung in Letterboxd-Skala oder sagt ihr, nee, das müssen wir erstmal sacken lassen? Ihr seid ja beide, das muss man nochmal erwähnen, wirklich frisch aus dem Kino heute gekommen. Ja, also die Kollegin hatte es ein bisschen später, ich dafür ein bisschen früher, und ich habe mittags das Kino verlassen und da war ich noch so, ach, der war überraschend gut. Hätte ich nicht gerechnet, dass der so gut ist. Und je länger es her ist, desto begeisterter bin ich tatsächlich. Das liegt, ich muss auch sagen, ich bin befangen, denn ich habe von Paramount Deutschland eine Scream-Maske geschenkt bekommen, ja, genau, doch, wie meine Kollegin. Das heißt, passt auf, Leute, Theresia und Stu gehen bald um. Ja, ist super. Der eine Killer ist dick wie ein Wal, der andere hat einen bayerischen Dialekt, das wird super. Hallo Paul, was ist dein Lieblingshorrorfilm? Genau. Genau. Also ich würde gerne eine Wertung abgeben, muss aber auch ganz klar sagen, ich bin großer Scream-Fan. Ich hatte ein bisschen Schiss vor dem Film, aber ich bin auf so einer Welle der blutigen Euphorie, um es mal so auszudrücken. Ich fand den wirklich toll. Ich werde ihn vermutlich noch mal gucken im Kino, weil wir haben ihn jetzt im Originalton gesehen und es tut mir leid, liebe OV-Nazis, aber ich brauche bei Scream den deutschen Ton, weil ich die deutsche Stimme einfach liebe des Killers. Nichtsdestotrotz ist auch der US-Killer-Sprecher auch super. Und 4 von 5. Wow. Also ich hatte wirklich Spaß mit dem Film. Und wenn ich gerade bedenke, dass es ja so Tradition hat, dass viele Verleihe so Anfang des Jahres, so Januar, Februar, ihre Horrorfilme rausbringen, wo sie glauben, es hätte was werden können, aber es ist leider scheiße. Wie zum Beispiel letztes Jahr dieses Remake von, was war das? Nicht The Purge, dieser komische Nippon-Ding da. The Grudge, das war's. Hatte ich halt echt ein bisschen Panik, dass sie Scream im Januar rausbringen. Aber wenn ihr Scream mögt und Fan seid, geht rein, guckt es euch an. Und wie gesagt, wenn ihr eh mit Slasher nichts anfangen könnt, lasst es sein und lasst den anderen ihren Spaß. Begeistert ist jetzt übertrieben, aber mein Herz pocht seitdem freudig auf und deswegen 4 von 5. Das lässt schon mal große Hoffnung. Theresia, wie schaut's bei dir aus? Ja, ich kann mich im Grunde auch anschließen, weil, ich habe es vorhin auch schon mal zu Stu gesagt, ich hätte jetzt damit leben können, wenn es jetzt den Film, den Teil 5 nicht gegeben hätte. Aber als ich den Trailer dazu gesehen habe, hat der mir irgendwie richtig Lust und Bock auf den Film gemacht. Und ich habe mich jetzt halt die ganze Zeit auf den Film, ehrlicherweise muss ich sagen, gefreut. Und ich bereue es auch nicht, den jetzt im Kino gesehen zu haben. Mir ging es ähnlich, also wo dann der Killer zum ersten Mal angerufen hat und ich eben nicht die deutsche Tonstimme hatte, musste ich erstmal überlegen, ist das jetzt wirklich der Killer oder ruft jetzt wirklich hier jemand noch aus Versehen an? Er hat Spaß gemacht, er war auch emotional, und ich schwank auch so zwischen 3,5 und 4, aber ich tendiere auch zu 4 Sternen. Ja, Wahnsinn. Also, um noch eine Daseinsberechtigung hier zu haben, muss ich natürlich einen Funfact liefern. Das ist ja die Stimme original von Roger Jackson und der sollte ja bei Scream eigentlich nur Platzhalter sein, um dann das in der
Post-Production zu ändern. Und dann waren die Macher aber so begeistert von der Arbeit von Jackson, dass Wes Craven auch gesagt hat, komm, wir lassen das drin, das ist so intelligent und böse gleichzeitig. Deswegen da habe ich noch eine Sache, die mir wichtig wäre. Vielen Dank. Wenn ihr den Film guckt, dann bitte spoilert nicht, auch Kleinigkeiten nicht. Gerade Scream-Fans, wenn ihr ein paar Sachen erzählt, werden Scream-Fans sofort wissen, was damit gemeint ist, so wie es weitergeht. Deswegen bitte nicht spoilern. Das wollte ich nochmal sagen. Normalerweise bin ich jetzt jemand, der nicht so Schiss hat vor Spoilern, aber hier, glaubt mir, wenn ihr sagt irgendwie, oh, und dann geht die Figur nach links, dann werden einige Scream-Fans genau wissen, wie es weitergeht. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Wenn nicht, Theresia. Nein, die geht nach links. Verdammt, dann ist doch... Ja, links ist immer die gute Seite und rechts stirbt man. Ja. Und ich möchte mich auch nochmal bei Timo bedanken, der hier wirklich sich wie ein Mann durchgekämpft hat und jetzt auch noch uns befragen hat zu einem Film, den er selbst so gerne sehen möchte. Und ich hoffe, Timo, wenn du den dir anguckst in den nächsten Tagen, dass du so viel Spaß hast wie Theresia und ich. Wenn nicht, bist du ein schlechter Mensch. Aber kein Druck, können wir auch gut. Dann im Nachgang gern, wenn du den gesehen hast, dann auch nochmal über die wichtigen Sachen reden. Oh ja, sehr gerne. Das machen wir auf jeden Fall. Ihr habt mich komplett gehuckt, das war das Ziel dieses heutigen Moderierens. Ich wollte unbedingt wissen, ob der Film meine Erwartung kann ich gar nicht mehr sagen, aber ich habe auch wie Theresia sehr, sehr viel Lust auf den Film und ich feiere den ersten Scream. Dadurch, dass ich ihn auch für eine befreundete Filmseite vor kurzem rezensiert habe, nochmal. Ich feiere den im Nachhinein und dass der 25 Jahre auf dem Buckel hat. Tolle Kritik. Danke. dass der 25 Jahre auf dem Buckel hat, das ist manchmal für mich gar nicht zu fassen, weil auch der erste Film noch so frisch wirkte und den Anschein, den ihr mir oder den Eindruck, den ihr bei mir erweckt habt, ist, dass es beim fünften nicht gänzlich falsch und nicht gänzlich anders ist und deswegen habe ich definitiv Bock ins Kino. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben das auch, denn das war's schon mit unserer zweiten Ausgabe unseres neuen Kinobesprechungsformats, das immer noch keinen Namen hat, also schreibt uns einfach an info@telestammtisch.de, wie dieses Kind heißen soll. Wir sind noch immer Yannick. Ja, ich finde Horst auch super. Na, das ist vergeben. Alles auf Horst. Vielen, vielen Dank, Theresia, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Vielen Dank an Stewie, dass er sich die Zeit genommen hat. Hatte ja keine andere Wahl. Und ich sage vielen, vielen Dank. Es folgt noch unsere Abmoderation und wir wünschen euch viel, viel Spaß. Schaut Serien, schaut Filme und wenn es die Gefahrenlage der Corona-Pandemie zulässt, geht ins Kino. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.